guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren. Danke für Ihre Pünktlichkeit. Ich hätte gerne einen größeren Raum, ob der Prominenz und Kompetenz unserer Rednerin und unserer Redner gewonnen, aber es ist jedes Kammerl und schon erst recht größere Räume sind vergeben. Die Festspiele, so sagte Hugo von Hofmannsthal 1918, sind kein Projekt träumerischer Phantasten, noch eine Angelegenheit der Provinz. Die Festspiele sind eine Sache von europäischer Wichtigkeit und zwar sowohl in künstlerischer als in gesellschaftspolitischer als in ökonomischer Auswirkung. In diesem Sinne machen wir auch jedes Jahr Symposien. Dieses Jahr, im Jahr, wo es so viele Gedenkmöglichkeiten gibt, die man ausnützen sollte, um die eigene Vergangenheitssicht ein bisschen zu überprüfen, wird es um die Zeitenwende 1838 gehen. Wir beginnen heute mit unter dem Wort das Todesröcheln der Monarchie, mit dem Anfang der Festspiele 1918. Ich hatte das Glück, den Kulturphilosophen Eric Hobsbawm noch selber kennenzulernen. Er war ein Festspiel-Fan und er hat diesen Ausdruck geprägt, dass die Festspiele, die 1917 von Max Reinhardt mit einem Brief noch an den Kaiser angeregt wurden, aus dem Todesröcheln der Monarchie entstanden sind. Am Donnerstag, den 9. August, haben wir dann ein Symposium, das sich mit den für die Festspiele goldenen Jahren zwischen 33 und 37 abspielt. Ich habe immer fast eine Hemmung, so etwas zu sagen, weil für jeden Demokraten sind diese Jahre des Ständestaats alles andere als goldene Jahre. Aber da Österreich damals die Bastion gegen den Nationalsozialismus war, sind Künstlerpersönlichkeiten wie Arturo Toscanini nach Salzburg gekommen und haben die Festspiele noch einmal mit einem Schwung internationalisiert. Und unser letztes Symposium findet am 16. August statt. Mit Frei und Deutsch sei die Stadt Mozarts, schon die Diktion zeigt, da hat das Österreich zu bestehen aufgehört. Es ist mir eine große Freude, dass es mir gelungen ist, wieder Michael Kerbler, wohl einen der bekanntesten Journalisten im deutschen Sprachraum, zu gewinnen, diese drei Symposien zu moderieren. Er wird dann auch die Vorstellung machen. Wir haben so tolle Referenten, dass ich da keine Zeit abzwacken möchte, denn mich hören Sie ja in diesen Tagen genügend oft. Gestern musste ich 4 Reden halten. Das war selbst für meine Redefreudigkeit ein bisschen belastend. Begrüßen Sie mit mir Michael Kerbler. Zuerst. Ja? Er will mir das sofort aus der Hand nehmen. Das geht natürlich überhaupt nicht. Noch habe ich das Wort. So, es freut mich, dass keiner der Referenten, meine liebe Caroline Wehrhahn, mit der ich alles mache, und ich angefragt haben, es hat keiner abgesagt. Es gibt keinen einzigen Referenten bei diesen drei Symposien, der noch so gute zweite Wahl wäre. Alle haben gesagt, ja, das machen wir gerne für die Festspiele. Liebe Barbara Kudenhofe-Kalergi, Sie werden das erste Wort haben mit einem Referat unter dem Titel Die kalte Sonne Habsburgs 1918, Befreiung und Katastrophe. Die Barbara Kudenhofe-Kalergi können wir glücklicherweise in sehr, sehr oft noch in den Medien lesen. Sie ist ja im Standard Kolumnistin und ich muss sagen, ich habe keine Vorbilder,
aber sie war immer eine Mutmacherin für mich. Eine Frau, die ganz selbstverständlich das Wort ergriffen hat und sehr unabhängig gesagt hat, was zur Zeit zu sagen ist. Vielleicht schön, dass als sie den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln bekam, hat der Philipp Blom, unser Festspielredner, die Rede auf sie gehalten. Und ich darf einen Satz daraus zitieren. Barbara Kuddenhofe-Kalergi hat viele Heimaten und sie ist in ihnen allen verbunden. Die eigene Erfahrung von Verlust und Exil hat ihren Blick für alle Entwurzelten geschärft, für die Würde derer, die auf der falschen Seite der Macht stehen. Sie hat das als Aufforderung zu mehr Toleranz, mehr Integration verstanden und engagiert sich sowohl privat und unspektakulär als auch öffentlich und unbequem. Ihre Stimme erinnert uns daran, dass Menschlichkeit vor aller Politik kommen sollte. Es ist mir eine große Ehre, dass Sie sofort zugesagt haben. Haben wir geklatscht schon? Naja, die Trumpfkarte ist schon unser Bundespräsident Heinz Fischer. Dass der bei seinem bewegten Lebenswandel, ich habe ja immer der politischen Lebenswandel, sich Zeit nimmt, nach Salzburg zu kommen. Und danke auch, Margit, dass du da bist. Das freut mich besonders. Unser Bundespräsident, Altbundespräsident, sage ich nicht, denn ich glaube, es wären alle fast 80-Jährigen froh, wenn sie so jung ausschauen würden und noch so viele Ideen hätten, ist derzeit Präsident Fischer Regierungskoordinator für das Jahr 2018, in dem die Republik den 100. Geburtstag feiert. Auch, glaube ich, ein wichtiges Datum ist 1948, mein Geburtstag. Ja, die Erklärung der Menschenrechte, ich weiß, das ist dir ein großes Anliegen. Du hast auch dafür gesorgt, dass am Parlament der erste Satz aus den Menschenrechten steht. Das finde ich wahnsinnig schön. Und wir müssen leider auch uns an die Schande des Anschlusses vor 80 Jahren erinnern. Ich danke dir auch, dass du dir so viel Mühe machst, in allen Medien Politik zu erklären, im Fernsehen, im Radio, wie kam es dorthin und auch so verständlich. Denn wie du immer sagst, man kann immer aus der Geschichte lernen, dass dein Beispiel ist, das ist wie beim Hausbau, bevor ich beginne, muss ich wissen, wie der Boden beschaffen ist. Wer die Zweite Republik analysieren will, muss über die Erste Bescheid wissen. Jeder, der die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit und die Gegenwart kennen. Das ist untrennbar miteinander verbunden. Danke, dass du auch uns heute die Möglichkeit gibst, von dir Geschichtsunterricht wirklich aus erstem Munde quasi zu hören. Herzlich, herzlich willkommen. Ja, und dann freut es mich natürlich, bei den Festspielen muss wohl auch jemand zu Wort kommen, der sich unmittelbar mit der Kunst auseinandersetzt, Professor Norbert Christian Wolf. Er ist Professor an der Universität Salzburg für neuere deutsche Literatur und gilt als Hoffmannsthal- und Musil-Experte. Sein Buch »Eine Triumphpforte österreichischer Kunst« haben wir hier gemeinsam vorgestellt. Und sein neues Buch »Revolution in Wien«, das in den nächsten Wochen im Böhlau Verlag erscheinen wird, beleuchtet die Rolle der Literatur und der Literaten in der Revolution von 1918. Also wir sind quasi die Ersten, die jetzt hören von ihm, was er in diesem Buch gebracht hat. Danke, Professor Wolf, dass Sie da sind. Ja, und wir haben uns gedacht, auf Festspielgrund
nützen wir die Möglichkeit, eine der wunderbarsten Schauspielerinnen des deutschen Sprachraums, Elisabeth Trissener, zu hören, die eine kleine, feine Selektion von Texten gemacht hat, mit dem sie uns auf das Jahr 1918 einstimmen wird. Viele von Ihnen kennen sie auch aus Salzburg, wobei sie ihre Karriere Deutschland und Österreich weit gemacht hat. Sie war zum Beispiel 1987 Klaus-Maria Brandauers Bullschaft. Wie sagt eine Zeitung? Selbst ihr Mann nennt sie die Trissener. In einer Zeit, in der dem Theater die Diven fehlen, ist Elisabeth Trissener eine absolute Ausnahmeerscheinung. Und wir haben das Glück, dass diese absolute Ausnahmeerscheinung jetzt erscheint und uns etwas vorliest. Einen schönen Vormittag. Guten Morgen. Robert Musil aus Buridans Österreicher. Der gute Österreicher steht zwischen den zwei Heubündeln Buridans: Donauföderation und Großdeutschland. Da er ein alter Logiker ist, der in jeder Geschichte dieser Wissenschaft ehrenvoll erwähnt wird, begnügt er sich nicht mit dem Vergleich des kalorischen Wertes der beiden Heuarten. Die einfache Feststellung, dass das Reichsbündel krafthaltiger sei, wenngleich es anfangs einem schwachen Magen beschwerlich sein sollte, ist ihm zu wenig. Sondern er untersucht das Dilemma auch mit der Nase auf den geistigen Geruch. Da entdeckt der gute Österreicher die österreichische Kultur. Österreich hat Grillparzer und Karl Kraus. Es hat Bar und Hugo von Hofmannsthal. Für alle Fälle auch die neue freie Presse und den Esprit de Finesse. Einige seiner bedeutenderen Söhne hat es allerdings nicht, die sich rechtzeitig geistig ins Ausland geflüchtet haben. Es bleibt nicht eine österreichische Kultur, sondern ein begabtes Land, das einen Überschuss an Denkern, Dichtern, Schauspielern, Kellnern und Friseuren erzeugt. Ein Land des geistigen und persönlichen Geschmacks. Wer würde das bestreiten? Der Fehler entsteht erst bei der patriotischen Erklärung dieser Gegebenheit. Sie lautet immer: Wir sind so begabt. Orient und Okzident vermählen sich in uns. Süden und Norden. Eine zauberhafte Vielfalt, eine wunderbare Kreuzung von Rassen und Nationen, ein märchenschönes Mit- und Ineinander aller Kulturen, das sind wir. Und alt sind wir. Wir schreiben uns nämlich bis aufs Barock zurück. Welch ein Emporkömmling ist daneben das Berliner Reich. Das Kranach und Grünewald etwas älter sind, dass sie und Leibniz und Goethe und ein gutes Hundert Großer dort das Fundament bilden, wird vergessen. Warum es uns trotzdem immer eigentlich ein wenig schlecht ging, kommt, abgesehen von unserer zu großen Bescheidenheit, nur vom Pech.
Wir hätten theoretisch mit unserer Völkerdurchdringung der vorbildliche Staat der Welt sein müssen. Mit solcher Sicherheit, dass sich eigentlich gar nicht sagen lässt, warum wir praktisch nicht darüber hinausgekommen sind, ein europäisches Ärgernis zu sein, gleich hinter der Türkei. Wir hatten deshalb auch darauf verzichtet, es ernstlich herauszubekommen und warteten auf den Tag, der uns Gerechtigkeit bringen müsse. Denn wir wussten uns begabt. Der Vorstand des Österreichischen Kulturinstituts schrieb anno 1916, Österreich hat die größte Zukunft, weil es in der Vergangenheit noch so wenig zu leisten vermocht hat. Der Fehler lässt sich entweder so ausdrücken, ein Staat hat nicht Pech, oder auch so, er ist nicht Begabung. Er hat Kraft und Gesundheit, oder nicht. Das ist das Einzige, was er haben und nicht haben kann. Weil Österreich sie nicht hatte, darum gab es den begabten und kultivierten Österreicher. Verhältnismäßig in einer Anzahl, die uns einen guten Platz in Deutschland sichern wird. Und es gab nicht die österreichische Kultur. Die Kultur eines Staates besteht in der Energie, mit der er Bücher und Bilder sammelt und zugänglich macht, mit der er Schulen und Forschungsstätten aufstellt, begabten Menschen eine materielle Basis bietet und ihnen durch die Stromstärke seines Blutkreislaufes den Auftrieb sichert. Die Kultur beruht nicht in der Begabung, welche international so ziemlich gleich verteilt ist, sondern in der darunterliegenden Schicht des gesellschaftlichen Gewebes. Diese Schicht in Österreich kann es aber an Funktionstüchtigkeit nicht im geringsten aufnehmen mit der in Deutschland. Aus 1000 gescheiten Leuten und 50 Millionen verlässlicher Kaufleute lässt sich eine Kultur machen. Aus 50 Millionen begabter und graziöser Leute und bloß 1000 praktisch verlässlichen Menschen entsteht nur ein Land, in dem man gescheit ist und sich gut kleidet, das aber nicht einmal imstande ist, eine Kleidermode hervorzubringen. Wer auf den Österreicher rekurriert, um Österreich mit ihm zu beweisen, glaubt, dass öffentlicher Geist die Summe des Privaten sei, statt einer wesentlich schwerer zu berechnenden Funktion. Also warnen klassenbewusste Österreicher lieber gleich vor Deutschlands öffentlichem Geist, der angeblich viel zu robust ist. Sie erzählen Schreckliches von dem betäubenden Arbeitsgeklapper und der überstarken sozialen Bindung, welche den Einzelnen einschnürt. Auf der leichten österreichischen Verwesung hatte es sich natürlich entzückend gelebt, sodass es begreiflich ist, wenn ein oder der andere künstlerische Leuchtbazillenträger sich dem Geiste verpflichtet glaubt, im Falle des Anschlusses nach Rumänien auszuwandern. Die Idee ist jedenfalls besser als der Einfall, Österreich unter dem Namen Donauföderation als europäischen Naturschutzpark für vornehmen Verfall weiter zu hegen. Aber ist es denn überhaupt wahr, dass Deutschland nur das Land des Arbeitsterrors ist? Es ist zumindest auch das Land einer viel stärkeren Reaktion gegen ihn, als Österreich je fähig wäre. Die Nationalversammlungen hüben und drüben
gleichen einander bis aufs Haar in der Suppe. Der Widerstand des jungen Deutschland gegen ihren Geist ist aber viel leidenschaftlicher als der in Österreich wahrnehmbare. Und schließlich sei es wie immer auch mir behagen, die handfesten deutschen Sozialpatrioten nicht. Auch mir beliebt nicht die Art, wie jetzt deutsche Dichter die Federn geschüttelt haben, als es in einer Enquete zur moralischen Wiederaufrichtung Deutschlands galt, das Kapitol zu retten. Geist kann Geist lenken und ändern. Kraft erzeugen kann er jedoch nicht oder nur in langen Zeiten. Diesen einfachen Sachverhalt, diese natürliche Reihenfolge der Entwicklung sollte man nicht verwirren. Auch Buridans Österreicher, trotzdem er auf Gespaltenheit vom Kopfe bis zum Hufe eingerichtet ist und auf noble Subtilität, sollte ein einziges Mal einen Burgfrieden schließen zwischen der Spiritualität und der gemeinen Wahrheit und das Einfache einfach tun, trotzdem er es kompliziert unterlassen könnte. Stefan Zweig, die Welt von gestern. Bei meiner Ankunft vor einem Jahre hatte ich an der schweizerischen Grenzstation in Bux eine aufregende Minute erlebt. Jetzt, bei der Rückkehr, stand mir eine nicht minder unvergessliche an der österreichischen in Feldkirch bevor. Schon beim Aussteigen hatte ich eine merkwürdige Unruhe bei den Grenzbeamten und Polizisten wahrgenommen. Sie achteten nicht besonders auf uns und erledigten höchst lässig die Revision. Offenbar warteten sie auf etwas Wichtigeres. Endlich kam der Glockenschlag, der das Nahen eines Zuges von der österreichischen Seite ankündigte. Die Polizisten stellten sich auf. Alle Beamten eilten aus ihren Verschlägen, ihre Frauen, offenbar verständigt, drängten sich auf den Perronen zusammen. Insbesondere fiel mir unter den Wartenden eine alte Dame in Schwarz mit ihren beiden Töchtern auf. Nach ihrer Haltung und Kleidung vermutlich eine Aristokratin. Sie war sichtlich erregt und fuhr immer wieder mit dem Taschentuch an ihre Augen. Langsam, ich möchte fast sagen majestätisch, rollte der Zug heran. Ein Zug besonderer Art, nicht die abgenutzten, vom Regen verwaschenen, gewöhnlichen Passagierwaggons, sondern schwarze, breite Wagen, ein Salonzug. Die Lokomotive hielt an. Eine fühlbare Bewegung ging durch die Reihen der Wartenden. Ich wusste immer noch nicht, warum. Da erkannte ich hinter der Spiegelscheibe des Waggons hoch aufgerichtet Kaiser Karl, den letzten Kaiser von Österreich, und seine schwarz gekleidete Gemahlin, Kaiserin Zita. Ich schrak zusammen. Der letzte Kaiser von Österreich, der Erbe der habsburgischen Dynastie, die 700 Jahre das Land regiert, verließ sein Reich. Obwohl er die formelle Abdankung verweigert, hatte die Republik ihm die Abreise unter allen Ehren gestattet und sie vielmehr von ihm erzwungen. Nun stand der hohe, ernste Mann am Fenster und sah zum letzten Mal die Berge, die Häuser, die Menschen seines Landes.
Es war ein historischer Augenblick, den ich erlebte. Und doppelt erschütternd für einen, der in der Tradition des Kaiserreichs aufgewachsen war, der als erstes Lied in der Schule das Kaiserlied gesungen, der später im militärischen Dienst diesem Manne, der da in Zivilkleidung ernst und sinnend blickte, gehorsam zu Land, zu Wasser und in der Luft geschworen. Ich hatte unzählige Male den alten Kaiser gesehen, in der heute längst legendär gewordenen Pracht der großen Festlichkeiten. Ich hatte ihn gesehen beim Hofball, bei den Théâtre Paris-Vorstellungen, in schimmernder Uniform und wieder im grünen Steirerhut in Ischl zur Jagd fahrend. Ich hatte ihn gesehen, gebeugten Hauptes, fromm, in den Fronleichnamsprozessionen zur Stephanskirche schreitend. Und an jenem nebligen, nassen Wintertag den Katafalk, da man mitten im Kriege den greisen Mann in der Kapuzinergruft zur letzten Ruhe bettete. Der Kaiser. Dieses Wort war für uns der Inbegriff aller Macht, allen Reichtums gewesen, das Symbol von Österreichs Dauer. Und man hatte von Kind an gelernt, diese zwei Silben mit Ehrfurcht auszusprechen. Und nun sah ich seinen Erben, den letzten Kaiser von Österreich, als Vertriebenen das Land verlassen. Die ruhmreiche Reihe der Habsburger, die von Jahrhundert zu Jahrhundert sich Reichsapfel und Krone von Hand zu Hand gereicht, sie war zu Ende in dieser Minute. Alle um uns spürten Geschichte, Weltgeschichte in dem tragischen Anblick. Die Gendarmen, die Polizisten, die Soldaten schienen verlegen und sahen leicht beschämt zur Seite, weil sie nicht wussten, ob sie die alte Ehrenbezeigung noch leisten dürften. Die Frauen wagten nicht recht aufzublicken. Niemand sprach. Und so hörte man plötzlich das leise Schluchzen der alten Frau in Trauer, die von wer weiß wie weit gekommen war, noch einmal ihren Kaiser zu sehen. Schließlich gab der Zugführer das Signal. Jeder schrak unwillkürlich auf. Die unwiderrufliche Sekunde begann. Die Lokomotive zog mit einem starken Ruck an, als müsste auch sie sich Gewalt antun. Langsam entfernte sich der Zug. Die Beamten sahen ihm respektvoll nach. Dann kehrten sie mit jener gewissen Verlegenheit, wie man sie bei Leichenbegräbnissen beobachtet, in ihre Amtslokale zurück. In diesem Augenblick war die fast tausendjährige Monarchie erst wirklich zu Ende. Ich wusste, es war ein anderes Österreich, eine andere Welt, in die ich zurückkehrte. Karl Kraus. Vom großen Welttheaterschwindel. Ich weiß ja nicht, ob eine Kirche noch geschändet werden kann, die während eines Weltkriegs, der als internationales Gaunerstück sicherlich nur der Prolog im großen Welttheater war, das Walten der giftigen Gase gesegnet und nach ihm die Mutter Gottes mit der Kriegsmedaille dekoriert hat. Wenn aber an dieser Kirche, aus der Gott schon ausgetreten sein dürfte, bevor sie den Welttheateragenten ihre Kulissen und den Komödianten ihren Weihrauch zur Verfügung stellte,
wenn an dieser Kirche noch etwas zu schänden war, so dürfte es doch jener Altar sein, der den Herrn Reinhard, Moissy und Hofmannsthal, diesen Tribus Parvis Impostor, jetzt habe ich es geübt und ich bin ein alter Lateiner, Impostoribus, als Versatzstück gedient hat, damit sie an ihm etwas verrichten, was ein blasphemer Hohn ist auf alle Notdurft dieser Menschheit. Josef Roth aus der Erzählung Die Büste des Kaisers. Am nächsten Tag kehrte der Graf nach Lopatini zurück. Warum, sagte er sich unterwegs, nicht nach Lopatini zurückkehren, da meine Welt endgültig besiegt zu sein scheint, habe ich keine ganze Heimat mehr. Und es ist besser, ich suche noch die Trümmer meiner alten Heimat auf. Er dachte an die Büste des Kaisers Franz Josef, die in seinem Keller ruhte, und an den Leichnam dieses seines Kaisers, der längst in der Kapuzinergruft lag. Ich war immer ein Sonderling, so dachte er weiter, in meinem Dorfe und in der Umgebung. Ich werde ein Sonderling bleiben. Er telegrafierte an seinen Hausverwalter den Tag seiner Ankunft. Und als er ankam, erwartete man ihn wie immer, wie in früheren Zeiten, als hätte es keinen Krieg gegeben, keine Auflösung der Monarchie, keine neue polnische Republik. Denn es ist einer der größten Irrtümer der neuen oder, wie sie sich gerne nennen, modernen Staatsmänner, dass das Volk, die Nation, sich ebenso leidenschaftlich für die Weltpolitik interessiert wie sie selber. Das Volk lebte keineswegs von der Weltpolitik und unterscheidet sich dadurch angenehm von den Politikern. Das Volk lebt von der Erde, die es bebaut, vom Handel, den es treibt, vom Handwerk, das es versteht. Es wählt trotzdem bei den öffentlichen Wahlen, es stirbt in den Kriegen, es zahlt Steuern den Finanzämtern. Jedenfalls war es so in dem Dorfe des Grafen Morstin, in dem Dorf Lopatini. Und der ganze Weltkrieg und die ganze Veränderung der europäischen Landkarte hatten die Gesinnung des Volkes von Lopatini nicht verändert. Wie? Warum? Der gesunde Menschenverstand der jüdischen Schankwirte, der ruthenischen und der polnischen Bauern wehrte sich gegen die unbegreiflichen Launen der Weltgeschichte. Ihre Launen sind abstrakt, die Neigungen und Abneigungen des Volkes aber sind konkret. Das Volk von Lopatini zum Beispiel kannte seit Jahren die Grafen Morstin, die Vertreter des Kaisers und des Hauses Habsburg. Es kamen neue Gendarmen und ein Steuersequester ist ein Steuersequester und der Graf Morstin ist der Graf Morstin. Unter der Herrschaft der Habsburger waren die Menschen von Lopatini glücklich und unglücklich gewesen, je nach dem Willen Gottes.
Immer gibt es, unabhängig von allen Wechseln der Weltgeschichte, von Republik und Monarchie, von sogenannter nationaler Selbstständigkeit oder sogenannter nationaler Unterdrückung, im Leben des Menschen eine gute oder eine schlechte Ernte. Gesundes und faules Obst. Fruchtbares und kränkliches Vieh. Die satte und die magere Weide, den Regen zu Zeit und Unzeit, die fruchtbare Sonne und jene, die Dürre und Unheil brachte. Für den jüdischen Händler bestand die Welt aus guten und aus schlechten Kunden. Für den Schankwirt aus guten und aus schwachen Trinkern. Für den Handwerker wieder war es wichtig, ob die Leute neue Dächer, neue Stiefel, neue Hosen, neue Öfen, neue Schornsteine, neue Fässer brauchten oder nicht. So war es wenigstens, wie gesagt, in Lopatini. Und was unsere besondere Meinung betrifft, so geht sie dahin, dass sich die ganze große Welt gar nicht so sehr von dem kleinen Dörfchen Lopatini unterscheidet, wie es die Volksführer und Politiker wissen wollen. Nachdem sie Zeitungen gelesen, Reden gehört, Abgeordnete gewählt, selber mit Freunden die Vorgänge in der Welt besprochen haben, kehren die braven Bauern, Handwerker und Kaufleute und in den großen Städten auch die Arbeiter in ihre Häuser und Werkstätten zurück. Und Kummer oder Glück erwarten sie zu Hause. Kranke oder gesunde Kinder, zänkische oder friedliche Weiber, zahlende oder säumige Kunden, zudringliche oder geduldige Gläubiger, ein gutes oder ein schlechtes Essen, ein sauberes oder ein schmutziges Bett. Ja, es ist unsere Überzeugung, dass sich die einfachen Menschen gar nicht um die Weltgeschichte kümmern. Mögen sie auch an Sonntagen ein langes und breites von ihr reden. Aber dies mag, wie gesagt, unsere private Anschauung sein. Wir haben hier lediglich vom Dorfe Lopatini zu berichten. Und dort war es so, wie wir eben beschrieben haben. Als der Graf Morstin heimgekehrt war, begab er sich sofort zu Salomon Piniowski, dem klugen Juden, bei dem wie bei keinem anderen zweiten Menschen in Lopatini die Einfalt und die Klugheit einträchtig nebeneinander lebten, als wären sie Schwestern. Und der Graf fragte den Juden: Salomon, was hältst du von dieser Erde? Herr Graf, sagte Piniowski, nicht das Geringste mehr. Die Welt ist zugrunde gegangen, es gibt keinen Kaiser mehr, man wählt Präsidenten und das ist so, wie wenn ich mir einen tüchtigen Advokaten suche, wenn ich einen Prozess habe. Das ganze Volk wählt sich also einen Advokaten, der es verteidigt. Aber, frage ich, Herr Graf, vor welchem Gericht? Vor dem Gericht anderer Advokaten wiederum. Und hat das Volk selbst keinen Prozess und hat es auch nicht nötig, sich zu verteidigen, so wissen wir doch alle, dass die Existenz des Advokaten allein uns schon Prozesse an den Hals schafft. Und so wird es jetzt fortwährend Prozesse geben. Ich habe noch die schwarz-gelbe Fahne, Herr Graf, die Sie mir geschenkt haben. Was soll ich mit ihr? Sie liegt auf dem Dachboden. Ich habe noch das Bild des alten Kaisers. Was soll ich nun? Ich lese Zeitungen, ich kümmere mich ein bisschen ums Geschäft, ein bisschen um die Welt, Herr Graf. Ich weiß, was Sie für Dummheiten machen. Aber unsere Bauern haben keine Ahnung. Sie glauben einfach,
der alte Kaiser hätte neue Uniformen eingeführt und Polen befreit. Er residiert nicht mehr in Wien, sondern in Warschau. Lass ihn nur, sagte der Graf Mostyn. Und er ging nach Hause und ließ die Büste des Kaisers Franz Josef aus dem Keller holen und er stellte sie auf, vor dem Eingang zu seinem Haus. Und vom nächsten Tage an, als hätte es keinen Krieg gegeben, als gäbe es keine neue polnische Republik, als ruhte der alte Kaiser nicht längst schon in der Kapuzinergruft, als gehörte dieses Dorf Lopatini noch zu dem Gebiet der alten Monarchie, zog jeder Bauer, der des Weges vorbeizog, den Hut vor der sandsteinernen Büste des alten Kaisers. Und jeder Jude, der mit seinem Päckchen vorbeizog, murmelte das Gebet, das der fromme Jude zu sagen hat beim Anblick eines Kaisers. Und die unscheinbare Büste, hergestellt in billigem Sandstein von der unbeholfenen Hand eines Bauernjungen, die Büste im alten Waffenrock des toten Kaisers mit Sternen, Abzeichen, goldenem Vlies, festgehalten im Stein, so wie das kindliche Auge des Burschen, den das Kaiser gesehen und geliebt hatte, gewann mit der Zeit auch einen besonderen, einen ganz eigenen künstlerischen Wert, selbst in den Augen des Grafen Mostyn. Es war, als wollte der erhabene Gegenstand, je mehr Zeit verging, das Werk, das ihn darstellte, verbessern und veredeln. Wind und Wetter arbeiteten wie mit künstlerischem Bewusstsein an dem naiven Stein. Es war, als arbeiteten auch Verehrung und Erinnerung an diesem Standbild und als veredelte jeder Gruß der Bauern, jedes Gebet eines gläubigen Juden bis zu künstlerischer Vollkommenheit das hilflose Werk der jungen Bauernhand. So stand das Bild jahrelang vor dem Hause des Grafen Mostyn, das einzige Denkmal, das im Dorfe Lopatini jemals es gegeben hatte und auf das alle Einwohner des Dorfes mit Recht stolz waren. Dem Grafen selbst aber, der das Dorf niemals mehr verließ, bedeutete dieses Denkmal mehr. Es gab ihm, verließ er das Haus, die Vorstellung, dass sich nichts geändert hatte. Danke, Elisabeth Wissener. Danke für diese literarische Einführung. Danke, Elisabeth Wissener. Es gibt ein Phänomen, meine Damen und Herren, dem der Publizist und Fernsehmoderator Roger Willemsen ein eigenes Buch gewidmet hat. Der Knacks. Wenn man unachtsam ist und etwa eine Glasvase zu fest, zu rasch abstellt auf einen harten Untergrund, dann erleidet die Vase vielleicht eine mikroskopisch kleine Fraktur. Einen Haarriss könnte man diese Zustandsveränderung nennen. Das Auge nimmt keine Veränderung wahr, es tritt auch kein Wasser aus, das gute Stück bleibt scheinbar, wie es war. Da es allerdings die Wahrheit des Gefühls gibt, kann es schon sein, dass wir kurz innehalten, weil wir instinktiv oder aus Erfahrung wissen, da könnte jetzt etwas kaputt gegangen sein. Die wenigsten nehmen die Vase zur Hand und klopfen vorsichtig
an die Oberfläche, um dann vielleicht doch leise zu erschrecken. Denn der Klang der Vase hat sich verändert. Der Ton, mit dem uns das Gefäß antwortet, ist ein anderer geworden. Wir ahnen schon, wegen dieser minimalen Fraktur wird eines Tages, wenn wir die Vase wieder zur Hand nehmen oder sie in heißem Wasser reinigen wollen, da wird diese Vase plötzlich zerbrechen. Dieses Phänomen, meine Damen und Herren, kann nicht nur Gegenstände betreffen, sondern auch Menschen, kann sie verändern. Und dieses Phänomen lässt sich auch an der Geschichte von Staaten ablesen, an Machtverschiebungen in Allianzen und Bündnissen und auch am Zerbrechen der österreich-ungarischen Monarchie im Jahr 1918. Um nur in den letzten Oktobertagen des Jahres 1918 überschlugen sich die Ereignisse. Binnen weniger Tage löste sich die habsburgische Herrschaft in Österreich nach 640 Jahren auf. Aber die Haarrisse, diese feinen Sprünge, die die Monarchie durchzogen und in den Oktobertagen als tiefe Grabenbrüche aufklafften, diese Haarrisse gab es schon lange Zeit davor. Um nur zwei Beispiele zu nennen. Der Umgang von Wien und Budapest mit den Tschechen, der nie auf gleicher Augenhöhe stattfand, oder die Verachtung, die Ungarn seine Minderheiten spüren ließ, waren solche politischen Erosionsprozesse, die sich nicht nur in das kollektive Gedächtnis der Tschechen und Kroaten einbrannten. Die ständige Weigerung bzw. das Hinauszögern, den Mitbestimmungsanspruch größerer Bevölkerungsteile zu akzeptieren, mündeten schließlich im entschlossenen Separatismus der Völker der Donaumonarchie. Das Todesröcheln der Donaumonarchie hatte einen nicht unwesentlichen Ursprung im konsequenten Ignorieren von mehreren Symptomen, etwa dem Aufkeimen des Nationalismus, der schließlich nicht mehr zu leugnen war. Österreich-Ungarn, die Donaumonarchie, hörte am 11. November 1918 auf zu existieren. Ich freue mich sehr, dass die Journalistin und Publizistin Barbara Kudenhofer-Kalergi heute zu uns nach Salzburg gekommen ist. Sie ist in eine Familie hineingeboren, für die das Denken in europäischen Dimensionen selbstverständlich war, die die Nationalstaatsidee der Vision von einem großen vereinten Europa untergeordnet hat. Ihr Onkel Richard Nikolaus Kudenhofer-Kalergi war Schriftsteller, Philosoph, Politiker und Gründer der Pan-Europa-Union. Es war der Erste Weltkrieg, den Nikolaus Kudenhofer-Kalergi als Bürgerkrieg zwischen Europäern empfand, als Katastrophe erster Ordnung, die ihn diese Pan-Europa-Idee formulieren ließ. Viele der Berichte von Barbara Kudenhofer über die politischen Umwälzungen in Osteuropa, Stichwort Tschechoslowakei, Prag, Václav Havel, sind unvergessen und Teil der österreichischen Rundfunkgeschichte geworden. Barbara Kudenhofer ist übrigens in Prag geboren und musste Anfang Mai 1945 nach dem Aufstand der Tschechen gegen das NS-Besatzungsregime mit den Eltern flüchten. Als Angehörige der deutschen Minderheit wäre es damals lebensgefährlich gewesen zu bleiben. Die kalte Sonne Habsburgs, 1918, Befreiung und Katastrophe, so lautet der Titel Ihres Referats. Ich darf dich bitten. Guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein kann. Es geht um 1918, ein Jahr, das, wie wir ja gehört haben und noch hören werden, für die einen eine Befreiung war aus einem Völkerkerker, ein Beginn eines neuen Zeitalters, ein Befreiungsschlag und für andere eine Katastrophe. Mein Vater, Jahrgang 1896, hat uns Kindern erzählt, das Ende der Monarchie war der ärgste Moment in seinem Leben. Wir Kinder haben gesagt, naja, ärgster Moment, also Vertreibung aus seiner Heimat, die ihn immerhin von einem Tag zum anderen zum Bettler gemacht hat, war das nicht Ärger? Und der Vater hat gesagt, nein, das Ende der Monarchie war Ärger, Flucht und Vertreibung ist das eine,
Aber wenn das Vaterland, für das er war damals ein 22-jähriger Leutnant an der italienischen Front, wenn das Vaterland plötzlich verschwunden ist, einfach weg, das ist noch einmal etwas anderes. Nur zur Erinnerung, dieses Vaterland hat bestanden aus Österreich, Ungarn, Böhmen, Galizien. Eine galizische Geschichte haben wir gerade gehört. Heute halb Polen, halb Ukraine, Slowenien, Kroatien, die Vojvodina, heute Serbien, das Banat, heute Rumänien, habe ich was vergessen, die Slowakei und natürlich Friaul und Südtirol, heute Italien. Das Begräbnis dieser Monarchie hat Josef Roth geschildert. Wir haben von Josef Roth eine Erzählung gehört. Und er war als junger Mann einer von den Soldaten, die damals den Begräbniszug des Kaisers gesäumt haben. Und er schreibt, also daher der Titel: Die kalte Sonne Habsburgs erlosch, aber es war eine Sonne. Er war keineswegs blind für die Schwächen der Monarchie, aber diese Sonne war für ihn eine Zeitenwende. Diesen Text hat er gewidmet Stefan Zweig, von dem wir auch gerade gehört haben. Stefan Zweig hat in der Welt von gestern diese letzten Jahre der Kaiserzeit in leuchtenden Farben geschildert. Er hat seine Jugend in Wien beschienen von der kalten Sonne der Habsburger, erzählt als eine Atmosphäre, die, wie er sagt, im Adel und im Volk ein Zusammenwirken verschiedener Kulturen, verschiedener Sprachen hervorgerufen hat. Und das Ganze hat, so schreibt er, einen unbewusst zum Kosmopoliten, zum Weltbürger erzogen. Naja, kann man so sagen. Ein anderer Chronist dieser Zeit, Otto Friedländer, ein Schriftsteller und Hofrat, ist ja auch eine Mischung, die es in Österreich öfter gegeben hat, der schildert diese Zeit ein bisschen anders. Er sagt, die Gebildeten waren durch die Bank deutschnational. Und zwar nicht nur die Burschenschafter und die Anhänger der deutschnationalen Partei von Georg von Schönerer, sondern auch die Liberalen und auch die Sozialdemokraten. Der ehemalige Statthalter von Böhmen, Fürst Franz Thun, hat damals gesagt, naja, national sind heute alle, nur wenn man ein Deutschnationaler ist, ist man ein Patriot, und wenn man ein Andersnational ist, ist man ein Hochverräter. Aber es war auch kein Zufall, dass diejenigen, die den Zusammenbruch der Monarchie als Unglück empfunden haben und nicht als Glück, besonders die Aristokraten und die Juden waren, die alle familiäre Bindungen hatten zu den nichtdeutschen Gebieten und daher auch eher in der ganzen Monarchie zu Hause waren als in einer eigenen Nation. Die Sozialdemokraten waren, wie gesagt, damals Deutschnationale. Viktor Adler war ein Deutschnationaler im Geiste von 1848. Als Außenminister, das werden wir alles von Heinz Fischer dann noch wahrscheinlich genauer hören, als Außenminister der neuen österreichischen Republik war seine erste Tat, den Anschluss Deutsch-Österreichs an das Deutsche Reich zu proklamieren. Das haben dann bekanntlich die Siegermächte nicht zugelassen. Und er ist ja auch dann bald darauf gestorben. Aber auch der andere, zweite große Sozialdemokrat der Ersten Republik, Otto Bauer, war ein Deutschnationaler. Er hat das in seinem Buch Die österreichische Revolution ausgeführt und hat geschrieben, der Streit der Dynastien Habsburg und Hohenzollern hat die Einheit Deutschlands zerrissen.
Die Arbeiterbewegung fügt sie wieder zusammen. Die proletarische Revolution vereinigt sich mit der nationalen Revolution. Das Proletariat wird zum Träger der nationalen Revolution. Dieser linke Deutschnationalismus war dann mit der Nazizeit zu Ende. Der spätere Bundespräsident Adolf Scherf hat nach 1945 gesagt, die Liebe zum Deutschtum ist den Österreichern ausgetrieben worden. Der rechte Deutschnationalismus ist geblieben, der linke nicht. Nach 1945 hat Österreich dann alles getan, um aus diesem, was wir von Musil gehört haben, das finde ich sehr schön, der Buridans Österreicher zwischen Vielvölkerstaat und Deutschnationalismus, da herauszukommen. Und ich kann mich erinnern, ich war in Salzburg in der Schule, in der Schule 1946 haben wir damals groß gefeiert, 950 Jahre Österreichi. Meine Schulfreundin Margot Opferkuch, die hier sitzt, wird sich daran erinnern. Es war eine große Sache, Schulfest. Ich kann mich erinnern, dass ich als kleines Schulmädchen mir damals gedacht habe, warum muss ich das eigentlich feiern? Es ging damals um eine Urkunde über einen an sich belanglosen Grundstücksverkauf im 10. Jahrhundert. Und da kommt in den Gehen von Neuhofen an der Ips und da kommt das Wort Österreich zum ersten Mal vor. Ich habe mir gedacht, was geht mich diese Urkunde an? Warum feiern wir das? Aber das war natürlich, die Idee war, eine Art Gründungserzählung zu finden, die nichts mit der Donaumonarchie zu tun hat und auch nichts mit Deutschland zu tun hat. Also keiner der beiden Heuhaufen von Buridans Österreicher. Und wir haben zum Beispiel in der Schule auch nicht das Fach Deutsch gehabt. Die Älteren von Ihnen werden sich daran erinnern, sondern Unterrichtssprache. Ich habe zu Hause noch Zeugnisse, da steht Mathematik, Geografie, Englisch, Unterrichtssprache. Deutsch war nicht. Und gut, also jetzt ist die Österreichische Republik eine etablierte Sache und hat solche Verrenkungen nicht mehr notwendig. Aber ein bisschen was von dieser Ambivalenz, von diesen zwei Polen, die sozusagen das Österreichertum ausmacht, ist immer noch da. Sie erinnern sich vielleicht, wir haben vor einigen Jahren die Diskussion gehabt, österreichische Nation, gibt es eine österreichische Nation oder gehören wir doch zur deutschen Kulturnation? Der Jörg Haider hat damals gesagt, die österreichische Nation ist eine Missgeburt, da ist er kritisiert worden. Andere haben gesagt, na ja, gut, aber die österreichische Nation hat einen Kommunist erfunden, Alfred Klar, der war in der englischen Emigration, hat also diesen Begriff geprägt. Es war Bruno Kreisky, der dann sozusagen die erlösenden Worte gefunden hat und gesagt hat, na gut, wenn wir eine österreichische Nationalmannschaft im Fußball haben, wenn wir eine österreichische Nationalbank haben, wenn wir eine österreichische Nationalbibliothek haben, dann werden wir vielleicht auch eine österreichische Nation haben. Und es ist vor kurzem in Wien eröffnet worden, das Haus der Geschichte. Da ist dann im Vorfeld wieder diskutiert worden, wann beginnt eigentlich die österreichische Geschichte? 1918 oder war da noch vorher was? Diskussion. Ein Politiker hat vor gar nicht langer Zeit vorgeschlagen, den Wiener Heldenplatz umzubenennen in Platz der Republik, weil die Helden, die auf dem Heldenplatz stehen, Prinz Eugen und Erzherzog Karl auf ihren Denkmälern, das waren ja schließlich vorrepublikanische Helden. Aus dem Vorschlag ist nicht viel geworden, der Heldenplatz heißt noch immer Heldenplatz. Und voriges Jahr gab es in Wien eine Konferenz, die hieß Forgetting the Monarchy. Und Mitveranstalter war der Verein zur Geschichte der Arbeiterbewegung. Und der Hauptredner war ein amerikanischer Professor namens Malachi HaKohen, ein Israeli. Und seine These war,
schade, dass Österreich sozusagen seine große multinationale Vergangenheit scheinbar vergessen hat und eine nationale, provinzielle Identität gewählt hat. Und er hat auch wieder Bruno Kreisky als den letzten Vertreter des großen Österreich, geistigen Größen Österreich, erwähnt und hat die Geschichte erzählt, Kreisky in der schwedischen Emigration, umgeben von anderen emigrierten Sozialdemokraten aus den einstigen Kronländern, alles natürlich gestandene Republikaner. Man verbringt einen Abend miteinander und dann wollten die Sozialdemokraten was singen gemeinsam, wie das so ist zu später Stunde. Was haben sie gesungen? Das Kaiserlied. Weil, also nicht aus Sehnsucht nach dem Kaiser, sondern das war das einzige Lied, das sie alle gemeinsam gekonnt haben, weil sie es in der Schule gelernt haben. Wie erinnert man sich heute in den einstigen Nachfolgestaaten der Donaumonarchie an diese österreichische Vergangenheit? Am positivsten sicher in Galizien. Es hat vor einigen Jahren eine Ausstellung gegeben, die Polen ausgerichtet haben. Und die hat geheißen Mythos Galizien. Also für die Polen hat Galizien so eine Art, ist ein Mythos, weil es ja das Wort nicht mehr gibt. Nicht? Das Land, der Name Galizien ist von der Landkarte verschwunden. Es geht die Staatsgrenze zwischen Polen und der Ukraine mittendurch. Und aus Galizien kommen auch viele berühmte Schriftsteller, sowohl deutschsprachige wie polnische. Diese Ausstellung ist auch in Wien gezeigt worden mit vielen Bildern vom Kaiser Franz Josef. Und ich erinnere mich, ich war einmal in Czernowitz, da wurde eine Gedenktafel enthüllt am Wohnhaus des Dichters Paul Celan. Und es steht dieses Grüppchen von Österreichern auf der Straße vor diesem Haus, kommt eine alte Frau vorbei und sagt, ach, wenn wir doch wieder bei Österreich wären. Und also wir haben das sogar auf Ukrainisch verstanden ein bisschen und es wurde uns auch übersetzt. Also da gibt es offenbar noch eine gewisse Nostalgie. Und das fand ich auch lustig, die letzte Bachmann-Preisträgerin, Tanja Maljarczuk, kommt auch aus Galizien und sie lebt auch in Wien, so wie Paul Celan und Josef Roth und viele andere, und schreibt auf Deutsch. Und sie hat in einem Interview erzählt, ihre Großmama hat ihr gesagt, wie sie gehört hat, die Enkelin geht nach Wien, Wien ist unsere Hauptstadt. Also da gibt es offensichtlich eine Tradition, die bis heute reicht und die auch bei den Jungen noch offensichtlich wirksam ist. Aber auch bei den Tschechen ist der Blick auf die österreichische Vergangenheit versöhnlicher geworden. Die Tschechen waren ja diejenigen, die am dringendsten weg wollten aus der Monarchie und dringend ihre Unabhängigkeit haben wollten, aus gutem Grund. Das stolze Königreich ist ja im 19. Jahrhundert verwaltet worden wie eine Kolonie von einem beamteten Statthalter. Maria Theresia hat sich noch krönen lassen zur Königin von Böhmen. Der Kaiser Franz Josef nicht, das wollten die Deutschnationalen nicht. Also das war schon einmal eine Demütigung. Und im Ersten Weltkrieg war Böhmen praktisch eine Militärdiktatur, wo jede nationale Regung streng bestraft wurde. Also der Höhepunkt war ein Hochverratsprozess gegen die Reichsratsabgeordneten der Jungtschechischen Partei, der mit Todesurteilen geändert hat. Die sind dann nicht vollstreckt worden, weil der Kaiser Karl sie im letzten Moment aufgehoben hat. Und der Hauptangeklagte, Karel Kramáš, ist dann der erste Ministerpräsident der unabhängigen
Tschechoslowakischen Republik geworden. Also die Tschechen waren wirklich heilfroh, dass sie die Monarchie und auch die Österreicher los sind. Aber in dem Städtchen, wo meine Großeltern zu Hause waren und wo wir als Kinder immer die Ferien verbracht haben, gibt es seit einigen Jahren jedes Jahr einen sogenannten Kaiserball. Und da steht auf der Einladung das Kaiserlied auf Tschechisch und das wird dann im Chor gesungen. Und das ist nicht vielleicht ein Gag für den Fremdenverkehr wie der Sissi-Rummel bei uns, weil in diese Gegend kommt nie ein Tourist, sondern das machen die Einheimischen für die Einheimischen und finden das offenbar. Also sie dringen das so halb ironisch, halb gerührt. Also der Blick auf die Vergangenheit ist auch dort ein bisschen versöhnlicher. Muss man sagen, nach der deutschen Okkupation, nach der Nazizeit und nach der Kommunistenzeit im Vergleich ist da offenbar die österreichische Zeit nicht so schlecht. Es gilt natürlich für, also ich habe von Czernowitz erzählt, die Czernowitzer haben ja in einem Lebensalter 4 Staatsbürgerschaften gehabt, nicht? Die österreichische, die rumänische, die sowjetische und die ukrainische. Und da ist natürlich die österreichische Zeit hat da im Vergleich nicht ganz so schlecht abgeschnitten. Ich möchte zum Schluss noch eine Episode aus der Monarchiezeit erwähnen, die, finde ich, interessant ist im Lichte der jetzigen Debatte über den Islam in Europa und in Österreich. Die Donaumonarchie war ja der erste und einzige Staat in Europa, der den Islam als offizielle Religionsgemeinschaft anerkannt hat. Österreich hat ja 1912 Bosnien und die Herzegowina annektiert mit einer substanziellen muslimischen Bevölkerung. Und in diesem Jahr ist ein bosnisches Regiment durch die Steiermark marschiert, mit dem Fes auf dem Kopf und mit Bluderhosen und mit orientalischer Musik. Und manchen Steirern waren diese fremdländischen Gestalten unsympathisch und sie haben sie beschimpft und mit Steinen beworfen. Daraufhin wurden die Redelsführer vor Gericht gestellt, verurteilt und eingesperrt, ohne Pardon. Und die Botschaft war, das sind unsere Leute, egal was sie für eine Religion haben und was sie auf dem Kopf tragen, die darf man nicht beleidigen, das geht nicht. Wir leben jetzt in einer Epoche in ganz Europa des wiederkehrenden Nationalismus und Provinzialismus. Ist es vielleicht nicht uninteressant, sich in diesem Jahr daran zu erinnern, dass es auch noch eine andere, sehr österreichische Tradition gibt, zu denen natürlich auch die Salzburger Festspiele gehören, die das Gegenteil ist von nationalistisch und provinzialistisch, nämlich die Vielfalt und die Weite in sich trägt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Danke, Barbara Kudnove, Herr Lergi. Bevor es in die kurze Pause geht, nur noch eine kleine Ergänzung. Es waren knapp 800.000 Quadratkilometer, die Fläche, 50 Millionen in der ersten in der Monarchie. Und die Monarchie ist, wie gesagt, am 11. November zerbrochen. Der Kaiser, das erscheint mir wichtig, weil von der Multinationalität, weil Barbara Kudnove das gesagt hat, der Kaiser, Karl I. hat noch versucht, mit einem Völkermanifest, Cisleithanien, er konnte ja nur sozusagen die
die Österreich-Anteile, also den nördlichen und westlichen Teil Österreich-Ungarns ansprechen. Er hat versucht, so eine Bewahrung der Monarchie noch herbeizuführen, zumindest was Cisleithanien angeht, und hat versucht, eine Konföderation freier Völker, jede der Nationen sollte Nationalräte einrichten, aber das ist dann letztlich, kam zu spät, die Zentrifugalkräfte waren zu groß, kam zu spät und die Ungarn haben das strikt abgelehnt. Hätten sie kurz darüber nachgedacht, hätten sie sich den Verlust von 2/3 ihres Staatsgebietes erspart. Das war nämlich dann die Konsequenz. Ich moderiere jetzt in die Pause ein und weise Sie darauf hin, merken Sie sich bitte vor, Österreich 1, ab morgen Abend, alle jede Woche um 21 Uhr, ein gewisser Heinz Fischer erzählt die Geschichte der Ersten Republik in 4 Teilen ab 21 Uhr morgen. Und wir werden das Vergnügen haben, ihn gleich nach der Pause wieder zu hören. Danke. Der neue österreichische Staat, die Erste Republik, ist aufgrund des Kollapses der habsburgischen Monarchie entstanden. Das Ende des Doppeladlers hatte in Europa die Entstehung von nationalen Staaten zur Folge. Allerdings, und das ist das Absurde, allerdings, während rings um Österreich Staaten mit nationaler Identität entstanden, fehlte der fragilen Republik Österreich just dieses Merkmal. Alle hatten eine nationale Identität, nur Österreich nicht. Schon gegen den Begriff Österreich, weil er so eng mit dem Habsburgerreich verbunden war, gab es Vorbehalte, ja deutliche Ablehnung. Der Sozialdemokrat Karl Renner wollte die Republik nicht Österreich, sondern Republik Südostdeutschland oder Deutsche Alpenlande nennen. Kanzler Heinrich Lamasch, der outgoing Chancellor, der letzte aus der Monarchie, brachte die Bezeichnungen Norische Republik bzw. Ostalpine Republik ins Spiel. Die Christlichsozialen bezeichneten in ihrem Verfassungsentwurf vom Mai 1919 die Republik mit Deutscher Bundesfreistaat Österreich. Die Perspektive des Anschlusses an Deutschland blieb im sogenannten Rumpfstaat Österreich, an dessen ökonomischer Lebensfähigkeit nur wenige glaubten, eine Hoffnung, ein Wunsch, vielleicht auch eine Projektion, was den wirtschaftlichen Aufschwung betraf. Die Anschlussabstimmungen in mehreren Bundesländern zeugen davon. Ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, eines möchte ich erwähnen. In Salzburg zum Beispiel votierten im Mai 1921 98.546 Personen für den Anschluss, 877 dagegen. Es kann nicht verwundern, dass der Weg zur Findung der österreichischen Identität deshalb schon ein gar nicht einfacher war. Allerdings, die Österreicherinnen und Österreicher zogen die Lehren aus dem Zusammenbruch der Monarchie und dem nationalsozialistischen Trauma nach dem Staatsvertragsjahr, jetzt greife ich auf 1955 vor, langsam aber doch stiegen die Zustimmungswerte zur österreichischen Nation. Allerdings 1956 lagen sie noch bei 49% Zustimmung und 47% Ablehnung. Welche Faktoren dazu beigetragen haben, dass heute, 100 Jahre nach dem Scheitern des Habsburgerreiches, die österreichische Identität nicht mehr in Zweifel gezogen wird, nicht einmal vom sogenannten dritten Lager? Dazu hören wir jetzt Herrn Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer. Er spannt einen historisch weiten Bogen 1918 bis 2018, der dornige Weg zur österreichischen Identität. Ich darf Sie bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Helga, meine hochgeschätzten Damen und Herren. Es ist wahr, dass ich auf die Frage
von der Frau Fressspiel-Präsidentin, ob ich an diesem Symposium mit einem Vortrag mitwirken möchte, sofort und spontan mit Ja beantwortet hat. Und den Lohn finde ich jetzt unter anderem darin, dass ich vor diesem Rednerpult stehend und vor Ihnen, der Frau Präsidentin, herzlichst noch einmal gratulieren darf, dass Sie gestern über einstimmigen Beschluss der Stadt Salzburg zur Ehrenbürgerin dieser Stadt ernannt wurde. Herzlichen Glückwunsch. Und mit meiner langjährigen Freundin, so darf ich es, glaube ich, in meinem Alter sagen, Barbara Kuddenhofe-Kalergi, muss ich nachher ein Hühnchen rupfen, weil ich habe sie vor 3 oder 4 Wochen angerufen, habe gesagt, du, wir kennen uns schon Jahrzehnte, wir zwei haben da einen gemeinsamen Auftritt, was willst denn du ungefähr sagen, dass ich mich danach orientieren kann? Darauf sagt sie, ich habe das Manuskript schon fertig, ich schicke es dir. Habe ein Top-Manuskript bekommen, haben wir gedacht, na jetzt musste ich aber anstrengen, habe auch ein Top-Manuskript verfasst. Und was tut sie? Sie setzt sich her und redet völlig frei. Aber da es hier eine strenge Redezeit gibt, und jeder die Erfahrung gemacht hat, außer man ist die Barbara, dass man mit freier Rede dazu tendiert, die Redezeit zu überschreiten, möchte ich möglichst bei meinem Manuskript bleiben. Der Titel ist schon genannt worden, Der dornige Weg zur österreichischen Identität. Und es war tatsächlich ein langer, dorniger, schwieriger, zeitweise sogar aussichtslos erscheinender Weg. Eine wahre Odyssee, die allerdings 10-mal so lang gedauert hat als jene Odyssee, von der uns Homer berichtet, und 5-mal so lang als Ilias plus Odyssee zusammen. Denn das waren bekanntlich 20 Jahre und wir sprechen über die 100 Jahre seit 1918. Und auch das stimmt nicht ganz, weil diese Odyssee hat noch eine Vorgeschichte, die tief ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Und diese Vorgeschichte hat noch zur Komplizierung dessen, was ab 1918 passiert ist, wesentlich beigetragen. Nach dem Wiener Kongress von 1815 verstärkte sich die Tendenz, den Deutschen Bund aus verschiedenen Fürstentümern in einen deutschen Nationalstaat umzuwandeln, wobei die Monarchie der Habsburger trotz seines großen Anteils an deutschsprachigen Einwohnern zu groß und zu mächtig und zu inhomogen war, um mit den Preußen unter einem gemeinsamen Dach zu existieren. Im Gegenteil, die Spannungen und Rivalitäten zwischen der Habsburger Monarchie und den Hohenzollern der Preußen nahmen zu und entluden sich im Krieg des Jahres 1866, der mit einer Niederlage Österreichs endete. Dieser Sieg Preußens gegen Österreich und der anschließende Sieg gegen Frankreich 4 Jahre später ebnete den Weg zu der von Bismarck betriebenen Gründung eines deutschen Reiches ohne Österreich, also der sogenannten kleindeutschen Lösung, und hatte zur Folge, dass die Deutschnationalen in Österreich eigentlich immer ihren Nationalismus auf ein Land außerhalb der eigenen Grenzen, außerhalb der Grenzen der österreichisch-ungarischen Monarchie fokussiert hatten. Die Rivalität zwischen den Nationalitäten innerhalb der Habsburger Monarchie wurde ebenfalls zugespitzt. Wien reagierte 1867 mit der Gründung der Doppelmonarchie und jetzt fühlten sich die Tschechen und andere erst recht und doppelt benachteiligt. Es war ein Nationalitätenkonflikt, den die Monarchie bis zu ihrem letzten Tag nicht mehr los wurde. In Deutschland waren Staat, Sprache,
Geschichte und Kultur im Großen und Ganzen deckungsgleich. Demgegenüber war die österreichisch-ungarische Monarchie ein Staat mit einer Vielzahl von Nationalitäten und Kulturen, dessen Währung, die Krone, in 8 verschiedenen Sprachen gedruckt werden musste, damit jeder seine eigene Währung quasi lesen konnte. Und das Staatsoberhaupt der österreichisch-ungarischen Monarchie, Kaiser Franz Josef, für mich irgendwie der Inbegriff eines Österreichers, hat sich immer wieder als deutscher Fürst bezeichnet. In diesem Zustand, wo selbst die Parteien im Abgeordnetenhaus nach der Einführung des zuerst eines Wahlrechtes, wo die Stimmen noch ungleich gezählt wurden, dann des gleichen allgemeinen Wahlrechts für Männer. Selbst die Parteien ordneten sich nicht nach ideologischen Fraktionen in erster Linie, sondern in erster Linie nach Nationalitäten. Da hat es einen Polenclub gegeben, einen Club der Deutschen, einen Ruthenenclub und so weiter. Und Freunde aus Deutschland fragen mich heute noch, sagt sie mal, wieso heißen in Österreich bei euch die Fraktionen Clubs? Seid ihr nur Clubs, in denen nichts gearbeitet wird? Oder wie ist das? Und dann muss man ihnen erklären, dass das aus den Clubs der einzelnen Nationalitäten entstanden ist. In diesem Zustand marschierte die Vielvölkermonarchie an der Seite Deutschlands 1914 in den Ersten Weltkrieg. 4 Jahre später, im Sommer 1918, hatte sich die Welt radikal verändert. Ich muss das nicht aufzählen. Russland war zu diesem Zeit schon vom Bolschewismus zerstört worden. Die USA betraten die Weltbühne und vieles andere hat sich geändert. Und der oft zitierte Satz, Österreich kann nicht fallen, solange deutsche Lieder schallen, begann seine Gültigkeit zu verlieren. Im Gegenteil, Österreich-Ungarn taumelte eindeutig einer Niederlage entgegen. Da begannen in Wien die Vertreter der wichtigsten politischen Gruppierungen, nämlich Vertreter der Großdeutschen, der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten, Kontakte über die Einberufung einer provisorischen Nationalversammlung mit Mandataren aus den deutschsprachigen Wahlkreisen der Monarchie aufzunehmen. Übrigens, Nationalversammlung gemeint aus Mandataren, aus Wahlkreisen mit deutscher Zunge, die sich der deutschen Nation zugehörig fühlten. Und insofern hat der von mir so hochgeschätzte Bruno Kreisky nicht recht gehabt. Denn dass wir Nationalrat heißen oder Nationalbank heißen, das war alles auf Deutsch-National seinerzeit gemünzt, ist aber sicher heute Bestandteil unseres Identitätsgefühls als österreichische Nation und als österreichischer Staat. Aber selbst in diesem Begriff liegt ein fundamentaler Wandel von 1918 zu heute. Dann erließ Kaiser Karl am 16. Oktober 1918 das schon erwähnte Völkermanifest an meine österreichischen Völker, so lautete die Überschrift, womit aber sämtliche Nationalitäten gemeint waren. Auch die Tschechen waren als österreichisches Volk, auch die anderen Nationalitäten als österreichisches Volk angesprochen, mit der Botschaft, dass die Monarchie zu einem Bundesstaat umgebaut werden sollte, in dem jede Nationalität, der Kaiser hat es in diesem Dokument jeder Volksstamm genannt, auf seinem Siedlungsgebiet sein eigenes staatliches Gemeinwesen finden wollte. Aus heutiger Sicht könnte man sagen, fast so etwas wie eine mitteleuropäische Union auf dem Territorium der Habsburger als konstitutionelle Monarchie. Niemand weiß, wie sich ein solcher Vorschlag, zu dem man sich vor Beginn des Ersten Weltkriegs nie durchringen konnte, ausgewirkt hätte, wäre er 10 Jahre früher gekommen. Aber im Oktober 1918 war es zu spät. Die einzelnen Kronländer waren bereits unaufhaltsam auf und davon zur Eigenstaatlichkeit auf nationaler Basis und das galt
im Grunde auch für, Anführungszeichen, den Rest, Clemenceau, der sich einige Monate lang und nicht viel länger Deutsch-Österreich genannt hat. Für den 21. Oktober 1918 um genau 17 Uhr hatten die drei größten deutschsprachigen Fraktionen als Ergebnis der vorhin erwähnten Gespräche zur provisorischen deutsch-österreichischen Nationalversammlung in das niederösterreichische Landhaus in der Herrengasse eingeladen, was eine gewollte gedankliche Verbindung zu der genau 70 Jahre früher von dort ausgehenden Revolution des Jahres 1848 herstellte. Aus Polizeiberichten und Augenzeugenberichten weiß man, dass die Stimmung im Sitzungssaal von fester und gemeinsamer Entschlossenheit zur Gründung eines deutschsprachigen Nationalstaats geprägt war, während es auf den Straßen, wo die Menschen nichts wussten, unsicher waren, Angst hatten, brodelte und beim gleichzeitigen Absingen der Internationale und der Wacht am Rhein um die Dominanz an Lautstärke gewetteifert wurde, was nicht sehr schön geklungen haben muss. Gerüchte jagten durch die Stadt, Soldaten der geschlagenen Armee schwankten zwischen weit links und weit rechts und wussten nicht, wem sie eigentlich dienen sollten. Die Abgeordneten wählten unter dem Vorsitz eines sehr alten Alterspräsidenten aus Kärnten ein dreiköpfiges Präsidium, einen Großdeutschen, Franz Dinkhofer, einen christlich-sozialen Jodo Quink, der dann bald zurücktrat, und einen Sozialdemokraten Karl Seitz, und stellten die Weichen für einen neuen Staat namens Deutsch-Österreich, der das gesamte deutsche Siedlungsgebiet der alten Monarchie umfassen und auch einen Zugang zur Adria sicherstellen sollte. Das Leitmotiv der Beratungen, wenn man sich so die Reden durchliest, die damals gehalten wurden, lautete: Also gut, wir reden den anderen Nationalitäten nichts mehr drein, aber von denen lassen auch wir uns nichts dreinreden. So war die Stimmung. Ein 20-köpfiger Vollzugsausschuss wurde als Keimzelle einer künftigen Regierung gewählt. Karl Renner, der da sehr umtriebig war in diesen Monaten, übernahm die Funktion eines provisorischen Staatskanzlers, und somit existierten in diesen Tagen auf dem gleichen Territorium eine sterbende Großmacht einerseits und ein embryonaler, noch nicht geborener Kleinstaat andererseits. Kaiser Karl ging weiter seinen Amtsgeschäften nach, verlieh Orden, ernannte Hofräte, schickte Depeschen, und noch am 25. Oktober 1918 ernannte er in der Person des 65-jährigen allseits anerkannten Völkerrechtlers Professor Lamasch einen neuen Ministerpräsidenten, der dem Monarchen die Krone retten sollte. Aber das war eine Mission Impossible. Ein staatsrechtlich bedeutsames Datum war auch der 30. Oktober 1918, an dem die provisorische Nationalversammlung neuerlich zusammentrat und ein Grundgesetz für den neuen, formell noch nicht gegründeten Staat Deutsch-Österreich beschloss. Immer drängender wurde gleichzeitig die Forderung nach Ausrufung einer Republik. Aber die Kaiserin Zita soll sich, stärker noch als ihr Mann, Kaiser Karl, bis zuletzt einer Abdankung des Kaisers widersetzt haben und hat dabei den Standpunkt vertreten: Ein Kaiser kann gestürzt werden, er kann vertrieben werden, er kann ermordet werden, aber im Sinne des Gottesgnadentums kann er nicht abdanken oder verzichten. Das war eine schwierige Situation, und die besten Köpfe haben sich um eine Formulierung bemüht. Kaiser Karl hat Lamasch an seiner Seite gehabt und auch seinen Sozialminister Ignaz Seipel. Die waren ihrerseits mit Karl Renner in Verbindung und mit anderen. Und die Formulierung, auf die sich der Kaiser mit seinen Gesprächspartnern letztlich geeinigt hat, und zwar am 11. November vormittags, enthielt weder das Wort Abdankung noch das Wort Rücktritt und erst recht nicht das Wort Republik. Die entscheidenden Sätze in diesem Dokument, das nur der Kaiser und sein Ministerpräsident unterschrieben haben, ohne Titeln, also Lamasch, Karl,
lauteten: Im Voraus erkenne ich die Entscheidung an, die Deutsch-Österreich über seine künftige Staatsform trifft. Das Volk hat durch seine Vertreter die Regierung übernommen. Ich verzichte auf jeden Anteil an den Regierungsgeschäften. Gleichzeitig enthebe ich meine österreichische Regierung ihres Amtes. Und damit war der Weg frei für die Entscheidung, die die provisorische Nationalversammlung am nächsten Tag, dem 12. November 1918, treffen sollte. Wobei wir eine Szene am Bahnhof gehört haben vor der Ausreise des Kaisers. Und genau dort und in diesem Augenblick hat er ja diese Erklärung widerrufen, was sicher zu dem Misstrauen und zu vielen Dingen, die in weiterer Folge sich hereinigt haben, beigetragen hat. In dieser Sitzung am 12. November wurde ein Verfassungsgesetz über die Gründung der Republik Deutsch-Österreich beschlossen. Artikel 1 des Gesetzes lautete: Deutsch-Österreich ist eine demokratische Republik. Alle öffentlichen Gewalten werden vom Volk eingesetzt. Später hat es geheißen, ihr Recht geht vom Volke aus. Und im Artikel 2 hieß es: Deutsch-Österreich ist ein Bestandteil der Deutschen Republik. Das war aber eine Hochzeit ohne Braut. Ein Wunsch, dem in mehrfacher Hinsicht wichtige Grundlagen zu seiner Verwirklichung fehlten. Insbesondere eine positive Reaktion von Seiten Deutschlands, die damals nicht gekommen ist, und die Zustimmung der Siegermächte, die ebenfalls ausgeblieben ist. Der 12. November selber war ein Dienstag, ein kalter und regnerischer Dienstag. Um das Parlament herum hatte sich eine Menge von etwa 150.000 Personen versammelt. Um genau 15.19 Uhr eröffnete Präsident Dinkhofer die Sitzung. Er begann mit einem Nachruf auf Viktor Adler, der am Vortag, am 11. November, am Tag, wo der Kaiser diese Verzichtserklärung beschlossen hat, verstorben ist. Und zur Fassung all der Beschlüsse über die Gründung einer Republik, praktisch ohne Diskussion, hat man nur 36 Minuten gebraucht und hat es auch einstimmig beschlossen. In diesem wild durcheinander gewürfelten Haufen von Parlamentariern, die 1911 unter ganz anderen Umständen gewählt wurden, hat es diesen Konsens gegeben: Es gibt keinen anderen Weg als A. Republik, B. Anschluss an Deutschland. Da es bekanntlich noch kein Fernsehen damals gab, beantragte Karl Renner, die versammelten Massen unverzüglich aus dem Mund der handelnden Personen zu informieren. Dies wurde versucht, indem sich Präsident Dinkhofer, Staatskanzler Renner, Vizepräsident Seitz und andere führende Persönlichkeiten auf die Parlamentsrampe begaben und zu der versammelten Menge sprachen, aber von den allermeisten weder gehört und schon gar nicht verstanden wurden. Und es ist interessant, dass selbst in einer ein und derselben Zeitung, nicht in unterschiedlichen Seiten, in der neuen freien Presse vom nächsten Tag gibt es unterschiedliche Berichte über das, was der Renner oder der Dinkhofer gesagt haben. Die haben nur Wortfetzen gehört oder haben sich nur bei Nachbarn oder bei anderen erkundigt und haben dann berichtet, das ist absurd, Zeitungen vom 13. November 1918 zu lesen. Dabei haben sich auf der Rampe chaotische Szenen abgespielt, insbesondere der berühmt-berüchtigte Versuch von Roten Garden, das Hissen einer rot-weiß-roten Fahne zu verhindern. Sie haben die Fahne an sich gerissen, haben den weißen Innenteil brutal herausgerissen und die zwei übrig bleibenden roten Fetzen zusammengebunden und als rote Fahne gehisst. Auch zu spontanen Schießereien vor dem Parlament ist es gekommen. Die plausibelste Erklärung ist, dass im Parlament zum Schutz gegen das Eindringen von Menschen
ein großer Rollbalken heruntergelassen wurde und der hat ein Rattern erzeugt, das die Menschen als Schüsse interpretiert haben, worauf andere Bewaffnete, die dort waren, auch geschossen haben. Und im stenografischen Protokoll dieser Sitzung kann man den Zwischenruf eines erschreckten Abgeordneten nachlesen, der lautet: Herr Präsident, es wird hereingeschossen. Und die Sitzung ist kurz unterbrochen worden, aber ist erfolgreich zu Ende geführt worden. Welche Probleme in dieser Zeit zu lösen hat, will ich gar nicht aufzählen. Jedenfalls hat der Staatsvertrag von Saint-Germain dann ein Anschlussverbot enthalten. Und ich bin nicht sicher, ob alle unsere Zeitgenossen wissen, dass sogar in den Staatsvertrag von 1955 noch einmal ein Anschlussverbot an Deutschland aufgenommen wurde. Also auch der geltende Staatsvertrag enthält ein solches Anschlussverbot. Diese meine Schilderung konzentriert sich natürlich vor allem auf die politische, historische Entwicklung. Und im Ersten Weltkrieg und nach dem Ersten Weltkrieg ist wirklich vieles zugrunde gegangen, aber es ist auch enorm viel Neues erdacht und geschaffen worden. Es liegt nahe, hier in Salzburg auch einen kurzen Verweis auf die Entstehung der Salzburger Festspiele zu dieser Zeit zu werfen. Max Reinhardt hatte 1918, also vor 100 Jahren, das Schloss Leopoldskron erworben und arbeitete fieberhaft an Festspielplänen, vielleicht auch als Gegenstück zu Bayreuth. Und Hugo von Hofmannsthal, von ihm wissen wir, dass mit dem Festspielprojekt in und nach den Wirren des Ersten Weltkriegs und angesichts einer allgemeinen Orientierungslosigkeit die, Zitat, Bildung einer neuen österreichischen Identität unterstützt werden sollte. Und auch die heutige Präsidentin hat vor einiger Zeit die Festspiele als Projekt gegen die Krise, gegen die Sinnkrise, den Werteverlust, die Identitätskrise des einzelnen Menschen, aber auch ganzer Völker beschrieben. Mehr dazu werden wir vom nächsten Redner, Herrn Professor Wolf, hören. Meine Damen und Herren, die Erste Republik, wie die Phase zwischen 1918 und 1938 retrospektiv genannt wurde, startete jedenfalls in einem breiten ideologischen Spannungsfeld, das von Anhängern der jungen bolschewistischen Revolution bis zu unerschütterlichen Monarchisten reichte, sowie in einem emotionalen Ausnahmezustand zwischen Begeisterung für eine neue Zeit und tiefster Trauer über den Verlust der Welt von gestern und unter schwierigsten sozialen und ökonomischen Bedingungen. Die ersten 1,5 Jahre waren trotz aller widrigen Umstände von Zusammenarbeit in einer Regierungskoalition zwischen links und rechts geprägt. Der Staatsvertrag von Saint-Germain wurde zwar als niederschmetternd empfunden, entzweite das Land aber nicht, zum Unterschied von Deutschland, wo im Zusammenhang mit Versailles eine Dolchstoßlegende entwickelt wurde. Bei uns war es so, dass dieser Vertrag von Versailles in der konstituierenden Nationalversammlung mangels Alternative mit Zorn, Protest und Erbitterung ohne Debatte widerwillig einstimmig genehmigt wurde. Es gab keine andere Möglichkeit, aber es hat das Land nicht zerrissen. Ein großer Erfolg der jungen Republik war auch 1920 die einstimmige Beschlussfassung über eine neue, sehr durchdachte Bundesverfassung, die ja mit dem Namen von Hans Kelsen eng verbunden bleibt. Und auch hier gibt es ja eine interessante Parallele, auf die schon in einigen Festspielreden verwiesen wurde, wenn man bedenkt, dass im Sommer 1920 die ersten Salzburger Festspiele mit Hofmannsthals Jedermann vorbereitet und eröffnet wurden, während im gleichen Sommer 1920 die Endredaktion der neuen österreichischen Bundesverfassung erfolgte, die dann am 1. Oktober 1920 einstimmig beschlossen wurde, wobei es Mitte Oktober 20 Nationalratswahlen gegeben hat. Und jetzt muss man sich einmal vorstellen,
dass damals diese konstituierende Nationalversammlung in der Lage war, nach dem Zerbrechen der Koalition vom Juni 1920 in einem ziemlich heftigen Wahlkampf einstimmig eine neue Verfassung zu beschließen. In der Ersten Republik gab es nach der Beschlussfassung über diese Verfassung noch viermal Freiwahlen, nämlich die vom Oktober 1920, 1923, 1927 und 1931. Bei keiner dieser Wahlen erzielten die Kommunisten oder die Nationalsozialisten auch nur ein einziges Mandat. Das hätte sich vermutlich bei einer weiteren Wahl nach 1931 geändert, weil da hat inzwischen ein ganz steiler Aufschwung der Nationalsozialisten begonnen. In Deutschland kamen sie 1933 in der Person von Adolf Hitler zur Macht. In Österreich machte sich der Aufstieg erst bei verschiedenen Landtagswahlen bemerkbar. Und mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten wurde auch der Anschlussgedanke wieder angefacht und mit Leben erfüllt. Denn während man in Deutschland im Jahr 1918 das ausgehungerte und kaum lebensfähige Restösterreich in Berlin vorwiegend als Ballast betrachtet hatte und dem Anschluss sehr reserviert gegenüberstand, bekam Adolf Hitler immer größeren Appetit auf das Territorium, auf die Devisen und auf das, Anführungszeichen, Menschenmaterial aus der Ostmark. Und die Sozialdemokraten beeilten sich, den Anschlussparagrafen aus ihrem Parteiprogramm 1933 wieder rauszustreichen. Für die Regierung Schuschnigg und die Sieger des Bürgerkriegs von 1934, die sich in einer vaterländischen Front gemeinsam gefunden hatten, wurde die Lage umso schwieriger, je stärker die Nationalsozialisten wurden. Einerseits fühlten sie sich, nämlich in der vaterländischen Front, als Patrioten, die Österreich als selbstständigen christlichen Staat erhalten wollten. Andererseits wollten sie den Rückenwind der Deutschlandbegeisterung, die von Monat zu Monat zunahm, nicht allein den Nationalsozialisten oder den Deutschnationalen überlassen. Und so bemühte sich Bundeskanzler Schuschnigg gemeinsam mit seinen Anhängern, Österreich als zweiten, besseren, christlichen deutschen Staat darzustellen. Aus dieser Situation ist ja auch der berüchtigte Satz des Heimwehrführers Odo, mit welchem D, Odo, Neustädter Stürmer, entstanden: man müsse versuchen, Hitler zu überhitlern. Das heißt, mit seinen eigenen populistischen, demagogischen Waffen und Phrasen zu schlagen und ein Bekenntnis zum deutschen Blut ganz deutlich abzugeben. Der entgegengesetzte Weg, nämlich bewusst eine eigenständige österreichische Nationalität und Identität anzustreben, war damals ein ausgesprochenes Minderheitenprogramm, Außenseiterprogramm. Die dramatischen Ereignisse rund um den Anschluss im März 1938 kann ich und muss ich nicht schildern, aber die berühmte Radiorede, die Schuschnigg am späten Nachmittag des 11. März gehalten hat, und mit der er vor der brutalen militärischen Erpressung Hitlers kapitulierte und kapitulieren musste, die ist insofern interessant, als er sich vom österreichischen Volk mit einem deutschen Wort verabschiedete, nachdem er erklärt hatte, dass das österreichische Heer nicht eingesetzt wurde, um kein deutsches Blut zu vergießen. Also eine Situation oder eine Wortwahl, die die Kompliziertheit der Situation im Jahr 1938 deutlich zum Ausdruck bringt. Die anschließenden Jahre bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs waren jene Zeit, in der der Anschlussgedanke den Österreicherinnen und Österreichern ziemlich gründlich ausgetrieben wurde, wobei sich gleichzeitig eben ein österreichisches Nationalbewusstsein, eine österreichische Identität zu entwickeln begann. Von Professor Richard Löwenthal stammt der schöne Satz, Zitat: die Österreicher wollten nur so lange Deutsche werden, bis sie es dann wirklich geworden sind. Und das beschreibt die Situation, glaube ich, relativ gut.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich muss jetzt kleine Sprünge machen, um zu meinem unmittelbar bevorstehenden Ende zu kommen. Die ersten Jahrzehnte nach Kriegsende haben natürlich auf neuen Grundlagen beruht. Vieles war neu. Menschen aus Konzentrationslagern wie Fiegel und Hurdes und andere kamen an die Regierung. Und dennoch haben wir in Bezug auf die Frage von Mitschuld und Mitverantwortung für die Ereignisse zwischen 38 und 45 oder in Bezug auf Versuche oder wenigstens Gesten in Richtung einer Wiedergutmachung oder in Bezug auf unsere Haltung zur Emigration und zur Rückkehr aus der Emigration vieles falsch gemacht oder zumindest vieles unterlassen. Parallel dazu, das sagte ich schon, ist aber das Bewusstsein der österreichischen Eigenständigkeit rasch gewachsen. Das Ende des Krieges und der NS-Diktatur, der Abschluss des österreichischen Staatsvertrags samt Neutralitätsgesetz, die Diskussionen zum Thema Waldheim und auch der Beitritt zur EU waren markante Stationen auf diesem Weg. Es hat auch Rückschläge und bremsende Faktoren gegeben. Man muss hier Professor Borodajkiewicz erwähnen, der den 15. März 1938, das ist der Tag der Hitlerrede auf dem Heldenplatz, als einen der beiden schönsten Tage in seinem Leben in einer Vorlesung vor Studenten Anfang der 60er Jahre bezeichnet hat. Und interessant ist ja auch, als der österreichische Nationalrat am 28. Juni 1967 beschloss, den österreichischen Nationalfeiertag, nämlich den 26. Oktober, auf den man sich mühsam geeinigt hatte, in die Liste der arbeitsfreien Feiertage aufzunehmen, stimmte die Freiheitliche Partei dagegen, weil es ihrer Meinung nach eben keine österreichische Nation gibt, sondern eine solche, wie das der Primarius Dr. Skrinzi formuliert hat, als Arzt, nur eine Retortengeburt sei. Und von Jörg Haider ist die österreichische Nation noch in den 90er Jahren als Missgeburt bezeichnet worden. Und natürlich auch bestimmte Liederbücher, deren Inhalt vor einigen Monaten einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden, sind, wann immer sie geschrieben wurden, Teil der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Teile der österreichischen Nachkriegsgeschichte, die es jedenfalls auch gegeben hat. Aber immerhin hat sich dieses Österreich im zweiten Anlauf als Zweite Republik viel besser entwickelt, als man das zur Zeit der Ersten Republik zu hoffen gewagt hätte. Ob die Lehren aus der Vergangenheit auch in Zukunft Halt und Orientierung geben, wird immer aufs Neue auf dem Prüfstand stehen. Auch heute und gerade heute. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die 4 weiteren Folgen. Wir schreiben noch immer den November 1918. Die neue Republik, die von vielen bloß als Provisorium betrachtet wurde, befand sich in einer kleinen Insel, gleich inmitten des europäischen Meeres nationalistischer Staaten. Die Zukunft, nicht nur die politische, sondern auch die ökonomische, war ungewiss. Kurze Rückblende. Die Versorgungslage des Landes im November 1918 war katastrophal. Nur Nieder- und Oberösterreich konnten sich selbst ernähren. Eine Hungersnot in der 2-Millionen-Stadt Wien, die auf Lieferungen aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn angewiesen war, schien unabwendbar. Österreich war nicht in der Lage, zum Beispiel seine Lieferversprechungen an diese 3 Länder, nämlich Kohle und Treibstoff, im Gegenzug für Nahrungsmittel zu liefern. In dieser Krisenzeit fehlte obendrein eine wesentliche Voraussetzung dafür,
Heinz Fischer hat es gerade angesprochen, das Land gemeinsam aufbauen zu wollen, nämlich eine spür- und sichtbare österreichische Identität. Das war bei den Künstlern und Künstlerinnen des Landes nicht anders. Die fühlten sich heimatlos, jedenfalls viele von ihnen konnten mit diesem Österreich nur wenig bis sehr wenig anfangen. Der erfolgreiche Schriftsteller Stefan Zweig etwa ist in der Republik Österreich nie angekommen. Arthur Schnitzler notierte desillusioniert an jenem 12. November, dem Tag der Ausrufung der neuen Republik, Zitat, man zeige mir erst den oder die Menschen, auf die ich Hoffnung setzen dürfte, in Deutschland oder gar bei uns. Es sind ja noch dieselben, die vor 4 Jahren, ja noch vor einem Jahr den Kaiser bejubelt haben und heute schreien hoch die Republik. Unser dritter Gast, Universitätsprofessor Norbert Christian Wolf, hat im Jahr 2014 ein sehr interessantes Buch veröffentlicht, das ich nur jedem empfehlen kann, der sich tiefergehend mit der Geschichte, der Gründungsgeschichte der Salzburger Festspiele auseinandersetzen will. Es trägt den Titel Eine Triumphpforte österreichischer Kunst, Hugo von Hofmannsthals Gründung der Salzburger Festspiele. In seinem Buch verweist Professor Wolf auf die identitätsbildende Kraft der Kultur und zitiert unter anderem den Anthropologen Ernest Gellner. Zitat, wie der Sozialanthropologe Ernest Gellner 1964 erkannt hat, ist Nationalismus keineswegs das Erwachen von Nationen zu Selbstbewusstsein. Man erfindet Nationen, wo es sie vorher nicht gab. Zitat Ende. Für Gellner sind die unterschiedlichen Formen von Nationalismus stets durch die Parameter Macht und Bildung definiert. Den Habsburger Nationalismus beschrieb Gellner folgendermaßen, Zitat, in diesem sei den Machtlosen auch der Zugang zur Bildung verwehrt. Sie verfügten aber über eine gemeinsame Volkskultur, die mit einiger Mühe in eine neue Hochkultur als Kernbestand der neuen nationalen Identität transformiert werden könne. Zitat Ende. Genau das wurde in der Ersten Republik umgesetzt. Die Kultur wurde als Mittel zur Nationwerdung, zur Identitätsstiftung eingesetzt und den Salzburger Festspielen kam dabei als dem österreichischen Bayreuth eine besondere Rolle zu. Hugo von Hofmannsthal, der als, Zitat, wahre geistige Mentor der Salzburger Festspiele gilt, hatte bereits mitten im Ersten Weltkrieg gemeinsam mit Max Reinhardt, Richard Strauss, Alfred Roller und Franz Schalk den Entschluss gefasst, Festspiele in Salzburg zu begründen, deren Hauptziel, so heißt es, die Versöhnung der Völker war. Doch dann kam der Erste Weltkrieg, der 1918 für das Kriegsbündnis Österreich-Ungarn, Deutschland, Bulgarien und nicht zu vergessen die Türkei in eine schreckliche Niederlage mündete. Und wir haben es gehört, die Monarchie zerbrach. Universitätsprofessor Norbert Christian Wolf hat einen Satz aus einem sehr interessanten Briefwechsel vom 4. November 1918 zwischen Hofmannsthal und Rudolf Panwitz, einem deutschen Schriftsteller und Philosophen, der Jahre später dem NS-Regime seine Loyalitätserklärung verweigern sollte, als Titel für sein Referat gewählt. Der Welt, die untergeht, weine ich auch keine Träne nach. Hofmannsthal, die Revolution 1918 und die Gründung der Salzburger Festspiele. Bitte, Herr Wolf. Sehr verehrte Präsidentinnen und Präsidenten, sehr verehrte Damen und Herren, im Herbst 1918 lösten sich sämtliche militärischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Hoffnungen Hugo von Hofmannsthals gleichsam in Luft auf. Dem Rodauner Kunsthändler und Übersetzer Benno Geiger schrieb am 13. November sarkastisch: Schande, schade um den schönen Krieg, das heißt schade um das Schlaraffenland. Die Niederlage und schließliche Auflösung der Habsburger Monarchie bedeuteten für den Wiener Schriftsteller auch das vorläufige Ende seiner hochschießenden kulturpolitischen und künstlerischen Projekte. An erster Stelle das Scheitern seiner Pläne für die damals von seinem Freund Leopold von Andrian geleiteten Wiener Hoftheater sowie für die neuerdings vom Kaiser selbst protegierte Idee der Gründung Salzburger Festspiele. All dies schien plötzlich vergangene Zukunft zu sein. Das Leben war jetzt von profaneren Problemen geprägt, die sich als eminente Gefahr für Besitz, Leib und Leben
der gutbürgerlichen Familie Hoffmannsthal entpuppten. Nicht ohne Ironie teilte der Dichter am 4. November 1918 seinem in Mondsee weilenden Korrespondenten Panwitz aus Rodaun mit, seine Situation sei im Moment ein bisschen ungeistig. Vor 2 Stunden hatten wir einen hässlichen kleinen Alarm. Russen und Pöbel plündern in Atzgersdorf und Mauer. Liesing brennt. Das sind also die nächsten Nachbargemeinden zu Rodaun. Die Angst vor den unterernährten russischen, aber auch italienischen Kriegsgefangenen war gewaltig. Die Angst, dementsprechend hält Hoffmannsthals Tochter Christiane zum selben Tag in ihrem Tagebuch fest, beinahe alle unsere wertvollen Sachen und Kleider aus dem Rodauner Haus in die innere Stadt gebracht zu haben, aus Angst auch vor Übergriffen der von den Fronten zurückflutenden, hungernden, frustrierten und marodierenden eigenen Soldaten. Am 5. November gab es dann Großalarm in der Vorstadt. Die lärmenden Sirenen verbreiteten Angst und Schrecken und die Gerüchteküche brodelte. So packten die Hoffmannsthals in aller Eile ein bisschen Brot und Schmuck und noch anderes in die Rucksäcke, so Christiane, und überantworteten die Bewachung ihres Hauses einer Angestellten. Christiane berichtet, zitiere, Papa, also Hugo von Hoffmannsthal, trägt seine Manuskripte in der Hand, alles in allem sah es eher komisch aus und ich glaube, die Rodauner haben uns ausgelacht. Hoffmannsthal selbst war es in diesen Tagen und Wochen kaum zum Lachen zumute, wie sein Brief an Ottonie Gräfin Degenfeld vom 26. November vor Augen führt. Als ihr Brief kam, so Hoffmannsthal, starben in Wien wöchentlich 2.800 Personen an der spanischen Grippe. Wir hatten 4 Menschen von 7 im Bett. Dazu beständig Plünderungsalarm und Schießereien in der Gegend. Einmal in Brunn, einmal in Liesing, 1.000 flottanter, hungernder Kriegsgefangener rundum, entsprungene Verbrecher zu Hunderten in den kleinen Dörfern, in denen man, wie ich immer wehte, früher so gut gegessen hat. Alles das hungernd, frierend, drohend, die Zukunft ist höchst unsicher. Angesichts solcher bedrückender Zustände ist es kein Wunder, dass Hoffmannsthal versuchte, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sich für die Gründung einer Rodauner Bürgergarde engagierte, wobei er dann doch seinen Sinn für Situationskomik behielt, wie der bereits zitierte Brief an Panwitz belegt. Zitat, mitten in der Panik musste ich lachen über das echt und unzerstörbar Österreichische. Nachmittags erst sollten wir Gewehre bekommen. Ja, aber wenn wir Vormittag totgeschlagen werden? In diesem Brief fällt auch der für Hoffmannsthal überraschende Satz, der Welt, die untergeht, weine ich keine Tränen nach. Der Niedergang des geliebten Staats besiegelte für Hoffmannsthal auch dessen geschichtliche Legitimation. Zumindest in den Revolutionswochen, die nicht nur für ihn alle bisherigen Sicherheiten ins Wanken brachten und breiten Raum für die Entwicklung neuer kulturpolitischer Begründungsfiguren eröffneten. Doch offenbar wusste niemand, was sich in nächster Zukunft noch alles ereignen konnte. Einen genaueren Einblick in die damalige Informationslage erhält man, wenn man die minutiös geführten Diarien des eher liberal eingestellten Hoffmannsthal-Freundes Arthur Schnitzler konsultiert, die aus der unmittelbaren Perspektive des Zeitgenossen Tag für Tag die sich überstürzenden Ereignisse verzeichnen, ohne über die distanzierte Sicherheit und den souveränen Überblick der Nachgeborenen zu verfügen. Ergänzt werden sie durch Notizen und Tagebucheinträge des monarchistischen Freundes Leopold von Andrian. Um den ständigen Wechsel der Befürchtungen und Erwartungen der Schriftsteller nachzeichnen zu können, muss man mit Eintragungen schon aus dem Oktober 1918 beginnen. So notierte Schnitzler anlässlich eines gemeinsam mit seiner Frau Olga bei Josef Popper-Lynkhuis gemachten Besuchs am 11. Oktober, er, Popper, sieht die Zukunft besonders Wiens und ganz besonders der Juden ganz schwarz. Mit letzterem sollte der Sozialphilosoph und Schriftsteller in damals noch gar nicht vorstellbarer Drastik recht behalten. 2 Tage später berichtete Schnitzler über seinen Freund Leo van Jung. Leo brachte alarmierende Nachrichten, wohl übertriebene Gerüchte. Als charakteristisch sei die dumme Anekdote erwähnt, dass im Kotej, wo auch die Schnitzlers wohnten, die jüdischen Häuser für bevorstehenden Pogrom mit Totenköpfen bezeichnet seien, unsichtbar für die Besitzer und Bewohner. Die antisemitischen Exzesse, die 20 Jahre später real werden sollten, werden hier imaginär vorweggenommen, was auf die um das Kriegsende extrem aufgeheizte Stimmung schließen lässt, sowohl unter den als Juden diskriminierten Bewohnern Wiens wie unter ihren Verächtern.
Auch vor einer sozialen Revolution hatten nicht nur die jüdischen, sondern ganz allgemein die bürgerlichen Bevölkerungsteile massive Ängste, wie ein Eintrag zum 14. Oktober zeigt. Lilli von Landsberger, Olga Schnitzlers Freundin, bringt Beunruhigendes. Gerti, Lillis Schwester, in Verbindung mit einem Führer der Berliner Revolutionäre, will wissen, dass hier eine organisierte Revolution für unmöglich gehalten wird. Umso mehr sei die unorganisierte zu fürchten. Höchst plausibel. Die inneren Zustände total unhaltbar. Regierung machtlos, Verwaltung kopflos. Die Villenviertel, insbesondere Kotège, werden natürlich vor allem gefährdet. Olga verfällt in eine wahre Revolutionspsychose. Es ist aus heutiger Sicht kaum nachzuvollziehen, wie massiv die Furcht vor einer sozialen Revolution beim damaligen jüdischen Wiener Bürgertum war, das alles, insbesondere auch die gesellschaftliche Errungenschaft der Assimilation, zu verlieren fürchtete. Am 8. Oktober hatte Schnitzler ja schon gemutmaßt, Anfänge des Bolschewikismus. Und am 16. Oktober berichtet er wieder von einem Gespräch mit Popper Linkhuis. Auflehnung in Deutschland. Wird es doch zu einem Freiheitskrieg kommen, den ich vorhersagte, Zustände in Böhmen, die Republik so gut wie proklamiert, Anzeichen des Bolschewikismus. Und hier im November soll es mit dem Getreide vorbei sein. Schurkerei der Bauern, Machtlosigkeit der Regierung, die Weiber beim Anstellen. Wir wissen schon, wo was zu holen ist. Hitzing, Kotège, wenn unsere Männer nur zurückkommen. Aus diesen und weiteren Notaten spricht abwechselnd Resignation und Empörung, stets aber totale Verunsicherung. Zitat, morgen soll der Bundesstaat proklamiert werden und alle Nationen sind dagegen. Wohin steuern wir? Die vollkommene Ahnungs- und Ratlosigkeit Schnitzlers über die weitere Entwicklung ist umso beunruhigender, als er sich im Klaren ist, wenn der einmal losgelassene Volkszorn mangels der öffentlichen Sichtbarkeit von Schuldigen an der Misere treffen wird. Am 19. Oktober notiert er, Voraussichten, Möglichkeiten von Unruhen in Wien. Julius rät, Einzelnes in Sicherheit zu bringen. Welche Zeit? Kinder mit Ruten am Türkenschanzbad, im Takt schlagend. Noch ein Jud, noch ein Jud. Und die allgemeine Lage wird nicht besser, wie der Eintrag zum 21. Oktober belegt. Furchtbare Stimmung in Wien, schlimmste Erwartungen. In politischer Hinsicht gibt es gar keine Hoffnung mehr. Wilsons Antwort an Österreich, dilatorisch, hinterhältig. Es ist klar, er will die Revolution. Jene Revolution, vor der Schnitzler und die Freunde um Hoffmannsthal sich aus sozialen und ideologischen Gründen so fürchten. Zwar glaube Richard Bär Hoffmann nicht an angesagte Revolutionen, wenn aber, fangen sie im Kotège an und die Hasser in den Baracken plündern mit. So bleibt den bürgerlichen Schriftstellern nur Verhaltensmaßregeln für den Fall der vorherzusehenden Hungerrevolten zu besprechen, wie es am 23. Oktober heißt. Dass in dieser unklaren Lage die seltsamsten Vorstellungen gedeihen konnten, zeigt Schnitzlers Eintrag vom 28. Oktober über ein Gespräch mit dem Ehepaar Bahr und Egon Friedell. Zitat, Bahr redete geistreich albernen Unsinn, zum Beispiel für Erhalt der Dynastie, damit die Amerikaner eine Sehenswürdigkeit mehr in Europa haben, der Papst und der letzte Monarch. Über die Gestaltung der Zukunft in Wien, Bolschewikismi, Pogroms und so weiter. Abgesehen von den ins Fantastische gehenden Ausführungen des alten Bekannten und Kollegen Bahr, vernimmt Schnitzler aus dem Auswärtigen Amt Nachrichten von den Prager und Budapester Unruhen. Am nächsten Tag schließlich überschlagen sich die Ereignisse. Zitat, Nachrichten, dass der Nationalrat heute die Deutsch-Österreichische Republik proklamieren wird. Ferner, dass für heute ein Pogrom im 2. Bezirk erwartet wird. Weltgeschichte in Wien. Wie ich eben die Worte schreibe, kommt Olga, die Republik sei bereits proklamiert, was sich als nicht ganz zutreffend herausstellt. Die erhältlichen Informationen sind so beängstigend wie verwirrend, weil vollkommen widersprüchlich, sodass Olga Schnitzler die familiären Silbersachen auf den Boden in vermeintliche Sicherheit bringt. Am 31. Oktober erfährt Schnitzler von seinem Freund Felix Salten, dass der junge Kaiser Karl die politisch-ökonomische Situation noch immer nicht eigentlich versteht und dass die Sicherheitsverhältnisse katastrophal seien. Am 1. November, dem Tag der Gründung der Wiener Roten Garde durch den Prager Schriftsteller Egon Erwin Kisch, notierte Schnitzler besorgt, die Zeitungsnachrichten beunruhigend, eine ziemlich bolschewiskotische Rede im Soldatenrat. Plünderung in Budapest, Ermorderung Tissas, also Tissa, der als Ministerpräsident Ungarns ein führender Politiker der Donaumonarchie gewesen ist.
Es wurde kolportiert, die Engländer seien in Triest und Laibach einmarschiert, während die geschlagenen österreichisch-ungarischen Truppen sich anschickten, zurückzufluten. Was angesichts der unter den Soldaten herrschenden Frustration ebenfalls als besorgniserregend gelten konnte. So überrascht es nicht, dass Salten mit seinen Kindern wegen der bevorstehenden Gefahren in eine weniger bedrohte Gegend übersiedeln wollte und die Familie Schnitzler und der Familie Schnitzler dringend dasselbe nahelegte, wodurch die Ehefrau Olga in Aufregung geriet und Arthur sie mahnen musste, nicht den Kopf zu verlieren. Das war nicht einfach in einer Situation, die sich dem Diaristen selbst chaotisch präsentierte. Zitat. Frühblätter meldeten Engländer in Triest, Gerücht, Mittag in Triest, um 7 Uhr in Wiener Neustadt, aufatmen. Ich äußere Zweifel. Warum nicht, findet man per Auto? All das ernsthaft. Ich sage, dies war der Krieg zwischen zwei Stimmungen. Im Oktober 1914 Angst, die Russen kämen. November 1918 Hoffnung auf die Engländer. Salten telefoniert ins Büro. Von den Engländern keine Spur. Hingegen schlimmste Revolution in Budapest. Aber ob die Italiener nicht kommen? Und wer dieses Gerücht erklärt, fragte Salten. Schmiedl versuchte auch zu beschwichtigen. Salten übernonciert, übertreibt nach seiner Art. Wie er weg ist, hat Olga geradezu einen Anfall. Morgen will sie mit Lilly in die Beethovengasse, wo wir ohnehin einiges hinschaffen. Sie bleibt unberuhigbar. Die seltsame Wortschöpfung unberuhigbar ist eine treffende Bezeichnung für die verunsicherte jüdisch-bürgerliche Bevölkerung, die ihr Silber zu vergraben sich anschickte. Die in Wien herrschende Not, somit der damit spekulierende Wucher, wird in einer bei Tee vernommenen Erzählung Paul Schotz deutlich, eine Erzählung, die von den Volksszenen am Tag der Konstituierung des Nationalrats vor dem Landhaus berichtet und lautet: Während der Begeisterung reden vom Balkon herab, flüstert einer ihm zu, brauchen Sie Mehl. Am 2. November schließlich gibt Schnitzler dem psychischen Angstdruck selber nach. Nachmittags backen wir etliche Koffer. Wenn wir doch auf diese Tage bald wie auf einen bösen Traum zurücksehen könnten. Gleichzeitig erfährt Schnitzler davon, dass die sich noch um die Zukunft des Burgtheaters streitenden Kollegen Hermann Bahr und Leopold von Andrian ihre Angelegenheiten dem Wiener Kardinal Biffel vortragen, was nicht hindert, dass Bahr nun ins nationalrätlich-sozialdemokratische segelt. Der Diarist kommentiert die ideologische Wendigkeit des ehemaligen Förderers und Konjunkturritters sarkastisch. Morgen wird Bahr Bolschewik sein. Die Pläne der Familie Schnitzler, Wien zu verlassen, werden am 3. November von den sich überstürzenden Nachrichten allerdings durchkreuzt. Alarmierender Aufruf des Nationalrats wegen der drohenden Gefahren, dazu allerlei Notizen und Telegramme, Gerüchte, zum Beispiel von 12.000 ausgebrochenen italienischen Gefangenen, Anmarsch auf Wien, zugleich dementiert. Olga völlig aus der Fassung, telefoniert wegen Pässen, fragt wegen Bahnverkehr an, will in die Schweiz, nach Bayern, beruhigt sich ein wenig, das Gefährlichste fast unmöglich, wäre aber jetzt eine Reise. Am 4. November schlägt dann unerwartet eine politische Bombe ein. Waffenstillstand, ungeheuerliche Bedingungen Italiens, Österreich Aufmarschgebiet gegen Deutschland, Tirol bis Brenner an Italien. Schnitzlers diarische Notierfreunde lässt angesichts der dramatischen Ereignisse nach und beschränkt sich auf das knappe Registrieren wichtiger Tagesvorfälle. Um die enorme allgemeine Verunsicherung zu veranschaulichen, eignet sich ein Blick in Leopold von Andrians Notizheft aus dieser Zeit, worin der damalige Generalintendant der KK Hoftheater zum 6. November 1918 über einen Besuch beim letzten KK-Finanzminister Josef Redlich, von dem war heute schon die Rede, festhält. Aufgeregt, Katastrophenstimmung, aber unklar. Für den 12. befürchtet er Putsch der Sozialisten, die die Macht an sich zu reißen versuchen werden. Die hiesigen Sozialdemokraten, auch die Orthodoxen, scheinen von ihrer Evolutionsthese abgekommen zu sein und aus Angst vor den Radikalen eine sofortige Durchsetzung ihres sozialistischen Programmes versuchen zu wollen. Sie sind jetzt auch für den Anschluss an Deutschland, um größeres sozialistisches Propagandafeld und Machtgebiet zu haben. Im Auftrag der Nationalversammlung werden in Salzburg im kaiserlichen Schloss beschlagnahmt. Redlich glaubt, der Kaiser werde abdanken müssen. Abgesehen von Andrians Überlegungen, wie man die Monarchie retten könne, ist an diesen Zeilen die bürgerlich-aristokratische Angst vor der Sozialdemokratie bezeichnend, die es ihm nicht erlaubte, sich ein realistisches Bild von deren Absichten zu machen. Insofern begrüßte er am 8. November die Propaganda der Priester auf dem Land, um die Bevölkerung vor dem Sozialismus zu warnen.
Arbeit erfolgreich, sodass günstige Ergebnisse für die Konstituante zu erwarten sind, also für die verfassungsgebende Versammlung. Doch lässt sich der monarchistische Autor dadurch noch nicht beruhigen. Zitat weiter: Ich mache auf die Gefahr aufmerksam, dass Umsturzparteien nicht die Konstituante abwarten, sondern mit Hilfe des bewaffneten Wiener Pöbels dem weniger organisierten Land eine Gewaltherrschaft aufzuoktroyieren versuchen könnten. Der Gedanke an die von Andrian hier nicht eigens erwähnte Rote Garde der sozialrevolutionären Wiener Literaten liegt nahe und wird in der Folge bestätigt. So unterstützt er den Plan, die Frontoffiziere bei Rückkehr zu einer Ordnungspartei zu verwenden und trifft noch am selben Tag Franz Schmitz, den Direktor des Katholischen Volksbunds, mit dem er das dann bespricht. Jetzt offenbar beruhigt, resümiert Andrian abschließend über Schmitz: Er repräsentiert eine Macht, hat 30.000 organisierte, bewaffnete Leute hinter sich, die das Feld nicht kampflos räumen würden, im Fall eines sozialistischen Putschversuchs. Schnitzler hingegen verzeichnet am 8. November nur knapp: Revolution in Deutschland, Kiel, Hamburg. Zum 9. November heißt es genauso kommentarlos: Nachricht von der Abdankung Wilhelms, Ausrufung der Republik. Doch auch in Österreich sollte es mit der Vollendung des längst begonnenen Umsturzes nicht mehr lange dauern, wie der Eintrag zum 11. November bestätigt. Ohne eines blinden Patriotismus verdächtig zu sein, weiß Schnitzler um die kontraproduktive Wirkung der harten Waffenstillstandsbedingungen der Entente. In diesen Tagen werden die ersten Samen für späteres Unheil gesät. Mehr besorgt ihn allerdings das Anwachsen der Roten Garde. Warum wählen Sie diesen Namen? Und als ob nicht schon genug passiert wäre an diesem Tag, macht spätabends das Gerücht von Clemenceaus Fall die Runde, sowie von Poincarés Flucht. Anlässlich dieses gegenstandslosen Klatsches über den französischen Ministerpräsidenten und Präsidenten notiert Schnitzler lapidar: Weltrevolution. Am geschichtsträchtigen 12. November ist es dann auch in Österreich offiziell soweit. Nationalversammlung, Proklamierung der Republik, Zeitungen und telefonische Nachrichten, Schießereien von der Roten Garde ausgehend, albern lausbübischer Streich, Besetzung der neuen freien Presse für ein paar Stunden. Diese Rote Garde scheint, so Schnitzler, zum Teil ein Bastard aus Wiener Stritzitum und jüdisch-demagogisch-bösartiger Aktivisten-Wirrköpferei. Charakteristisch: Der Gerti von Landsberger telefonieren ihre Freunde schon vorher, dass ein Putsch bevorstehe. Sie sollen sich nicht fürchten. Also eine paradoxe Nachricht, wenn Sie wollen. Ein welthistorischer Tag ist vorbei. In der Nähe sieht er nicht sehr großartig aus. Schnitzlers Sympathie für die Rote Garde im Allgemeinen und für die Aktivisten-Wirrköpfe à la Kisch im Besonderen scheint nicht sehr groß gewesen zu sein. Wie andere Autoren seiner Generation präsentiert auch er die literatenhaften Protagonisten der Wiener Revolution als provinzielle Schmierenkomödianten, durchaus in Analogie zu seiner eigenen Revolutionsgroteske Der grüne Kakadu. Dass ihr Autor die Besetzung der Redaktionsräume der neuen freien Presse als albern lausbübischen Streich qualifiziert, zeigt wenig Begeisterung für revolutionäre Symbolpolitik. Einer der wenigen, die nach wie vor alles auf den Fortbestand der Monarchie setzten, war der zunehmend frustrierte Andrian, der seinerseits am 12. November notierte: Trübselige letzte Tage. Sorgenvolle Nächte, fortwährende Verschlechterung der Situation, alle paar Stunden neue gravierende Nachrichten, Matrosenmeutereien in den deutschen Nordseehäfen, dann maßloses Erstaunen über die Revolution in Bayern, dann die Abdankung Kaiser Wilhelms und der Sieg der Revolution in Berlin, dann die bolschewikischen Allüren des neuen sozialdemokratischen Regimes, dann die Aufforderung des Staatsrats an unseren Kaiser zurückzutreten, die schlechten Nachrichten über die Stimmung in Wien, die Zuchtlosigkeit und Unverlässlichkeit der Roten Garde, die Furcht der Gemäßigten, das Stocken aller Militärorganisationen außer der Roten Garde, das Telegramm des Staatsrats an den Reichskanzler über den Anschluss an Deutschland, der Verzicht des Kaisers auf die Regierungsgeschäfte und die Abreise nach Eckartsau, endlich heute die Proklamierung der Republik und des Anschlusses an Deutschland. Begeisterung sieht anders aus. Der zuletzt zitierte Punkt betraf den Beschluss des Nationalrats, dass die neu gegründete Republik Deutsch-Österreich an die neue Deutsche Republik angeschlossen werden sollte, was dem Wunsch sämtlicher im Parlament vertretenen Parteien entsprach. Aus Andrians Sicht handelt es sich bei diesen Nachrichten ausschließlich um Hiobsbotschaften, wie der zunehmend verzweifelte großösterreichische Patriot in einer Reihe von weiteren Notizen deutlich macht.
Die Todeszuckungen des österreichischen Patriotismus, das Gefühl der wankenden materiellen Existenz, der bedrohten persönlichen Sicherheit, Möglichkeit des unerträglichen Regimes, einer Tyrannei des bewaffneten Pöbels. Unter diesen Umständen vollzog sich gestern und heute mein Rücktritt vom Amt als Generalintendant der KK Hoftheater, zunächst als unbefristeter Urlaub. Der schrittweise vollzogene Rückzug Andrians als Wiener Hoftheaterchef bedeuteten eine schwere Hypothek, ja einen furchtbaren Rückschlag für Hoffmannsthals kulturpolitische Pläne. Damit komme ich zu einem letzten Teil. Andrian konzentrierte sich nämlich nunmehr auf Überlegungen zu einem katholisch-monarchistischen Revival in Politicis. Während sich der enttäuschte Andrian Mitte November nach Ischl zurückzog und Schnitzler am 22. Dezember im Salon der Alma Mahler persönlich in Berührung mit einigen Angehörigen der argwöhnisch beäugten revolutionären Literatengruppe um Franz Werfel, Albert Paris Gütersloh, Franz Blei und ein paar andere junge Leute von der äußersten Linken kam, die ihn wenig beeindruckten. Während all dessen arbeitete Hoffmannsthal im Stillen weiter an seinem Lieblingsprojekt der Gründung von Salzburger Festspielen. Die Quellenlage für dieses anhaltende Engagement um den Jahreswechsel 1918-19 ist eher dürftig, doch zeugt ein Aufsatz aus der Feder einer bisher noch nicht erwähnten Schriftstellerin davon. Am 24. Jänner 1919 veröffentlichte die mit einem Großteil der bisher erwähnten Autoren persönlich befreundete Journalistin, Kritikerin und Salonier Bertha Zuckerkandl in der liberalen Wiener Allgemeinen Zeitung einen Artikel, der unter der Überschrift »Das Erste« ein Wort zum Mozart-Festspielhaus in Salzburg mit pathetischen Worten einsetzt. Ich zitiere, ein Reich geht zugrunde, ein Thron stürzt, ein Volk erhebt sich, neue Staatsordnung wird gehämmert, neue Weltordnungen dämmern. Nichts Bestehendes bleibt in alten Kreisen. Und was ist das Erste, das diesem Chaos entsteht? Ein Mozart-Festspielhaus in Salzburg. Ein dem Göttlichen geweihter Tempel, der im Hain von, da hat die Zeitung auf meinen Fehler gemacht, Hellerau, gemeint war Hellbrunn, sich erheben soll. Als Sinnbild des unzerstörbaren Österreichertums, als Wahrzeichen unverwüstbarer Wesensart Deutsch-Österreichs religiöses Weihebekenntnis. Die Festspielgründung wird hier als erlösende Tat gezeichnet, die das unzerstörbare Österreichertum seiner prätendierten Unverwüstbarkeit zum Trotz aus einer apokalyptischen Szenerie geistig wiedergeboren herausführt. Rhetorisch forciert zielte Zuckerkandl auf größtmögliche Stilhöhe. Die Verwendung des für den Rest der zerschlagenen Habsburger Monarchie damals geläufigen Begriffs Deutsch-Österreich steht für den veränderten geopolitischen Rahmen, der bei den weiteren Festspielplanungen nunmehr zu berücksichtigen war. Nämlich nach dem Verlust der nichtdeutschen Völkerschaften Österreichs, die jetzt plötzlich ins symbolische Zentrum gerückte Komponente des Deutschtums. Zuckerkandls weihevolle Sprache suggeriert in diesem Zusammenhang religiöse Inbrunst. Bevor noch Elend, Ungewissheit, Sorge und Kummer gebannt sind, bevor noch die Gesamtheit und der Einzelne an den Wiederaufbau des Lebens geht, bevor noch die Frage der Existenzmöglichkeit eines Volkes gelöst ist, finden sich Menschen zu Menschen in der einen Sehnsucht. Errichten wir eine kunstgeweihte Stätte dort, wo Mozart geboren, ihm zu ewigem Gedenken, uns zu ewiger Bestätigung eigenster Volksart. Indem die hier betriebene Sakralisierung des tönenden Gottes Amadeus Mozart den Kult um den Salzburger Komponisten als idealistische Heldentat inszeniert, die sich über die schnöden materiellen Sorgen des Nachkriegsalltags erhebt, erreicht sie eine bisher ungekannte Intensität. Der Dienst an Mozart erscheint einerseits als patriotische Pflicht und bestätigt andererseits zugleich legitimatorisch die eigenste Volksart, wodurch Zuckerkandls unzweifelhafter Kosmopolitismus mit einer aus heutiger Sicht eigenartigen Deutschtümelei verquickt wird. Zitat, im Zeichen Mozarts soll deutsche Kultur die Fülle ihres Wesens ausbreiten. Nicht Musik allein, auch die Genien der Sprache sollen Zeugnis ablegen von der Seelenheit unbesiegbarer Werte. Goethe neben Mozart. Und um diese Sonnen der Sternenpracht der Welt, von Calderon bis zu Raimund, ewig während der Völkerbund der Geister, also im Zentrum die deutsche Kunst und dann außenrum die spanische
und die anderen europäischen Künste. Vom deutsch-österreichischen Geist wieder aufgerichtet, der seiner völkischen Mission getreu zum Mittler erwählt ist zwischen Süd und Ost, zwischen Nord und West. Abgesehen von der Tatsache, dass hier nicht nur die Himmelsrichtungen, sondern auch die politisch-ideologischen Kategorien wild durcheinander purzeln, verleihen diese salbungsvollen Worte in Zeiten des rasanten Werteverlusts einem Glauben an ewige Kulturwerte Ausdruck. Hierarchisch aufgeteilt in Sonnen und Sterne werden einige der in der Folge auch für Hoffmannsthals Programmschriften zentralen Autornamen genannt, um für das Projekt der Salzburger Festspiele zu bürgen, das selbst wiederum für die Ewigkeit der deutsch-österreichischen Kulturleistungen einstehen und deshalb vom gesamten Volk getragen werden soll. Vorletztes Zitat: Möge jeder nach Maßgabe seiner Kräfte einen Obolus dem Bau des Weihefestspiels in Salzburg opfern. Mögen die Besitzenden über alles gewohnte Maß selbst ihre Spende weiten, damit dieser Traum eines Feentempels, in dem nach langer, furchtbarer Hasszeit Menschen aller Weltnationen wieder zusammenfinden, wahr werden kann. Hier wird das Ziel einer versöhnenden Wirkung der Salzburger Festspiele zum ersten Mal unüberhörbar und nicht nur beiläufig, wie in den Programmtexten des Jahres 18 ausgesprochen. Bezeichnenderweise stammt diese Formulierung nicht von Hoffmannsthal oder einem seiner männlichen Mitstreiter, sondern von einer damals sehr einflussreichen Frau, die Hoffmannsthal als Herold der Salzburger Festspiele einsetzte und ihr dabei als Souffleur diente. Es ging ihm expressis verbis darum, nach dem politischen Untergang des Habsburgerreichs, dessen Seele unsterblich zu erhalten und Österreichs unwiederholbare Kultur zu retten. Er schrieb von einem Friedensprojekt hingegen in diesem Zusammenhang nichts. Zuckerkandel, die dies stärker als Hoffmannsthal akzentuierte, spielt also eine durchaus eigenständige Rolle für die Definition und Durchsetzung des Festspielgedankens, inklusive der schon kalkulierten Legendenbildung, die sie mit dem altertümlichen Imperativ bedenket vorwegnimmt. Also letztes Zitat, Zuckerkandel. Als Österreich zerfiel, als die kleine deutsch-österreichische Republik einen Verzweiflungskampf um Werden und Sein zu kämpfen hatte, als Wien in Finsternis und Hunger versunken, von Hass umklammert, unbekannten Schicksalsbeute schlicht und still die Würde des Leides fand, da suchten Männer und Frauen des ganzen Landes und dieser Stadt einen Ausweg aus allem Jammer. Sie gedachten ihres seligsten Besitzes und gingen hin und bauten in Salzburg im Park von Hellbrunn, das war damals noch geplant, Wolfgang Amadeus Mozart, ein Weihefestspielhaus. Sehet, so wird es einst heißen, das war Deutsch-Österreichs erster Tag. Nimmt man Zuckerkandels Artikel vom Jänner 1919, der bald auch in den Mitteilungen der Salzburger Festspielhausgemeinde abgedruckt wurde, nimmt man diesen Artikel als Zeugnis für den damaligen Stand der Diskussion, dann wird ein unentschiedenes Changieren zwischen Kosmopolitismus und Deutschtümelei sichtbar. Hoffmannsthal selbst bediente sich wenige Monate später, als auch er offiziell in die konkrete Festspielplanung einstieg, eindeutiger noch einer deutschtümelnden Begründungsfigur, wie der Titel seiner ersten einschlägigen Publikation zeigt. Also es gibt ja frühere Texte, die er verfasst hat, die natürlich noch unter dem großösterreichischen Zeichen stehen. Der Aufsatz, den er vermutlich im Februar, März 1918 geschrieben hat und im April dann in den Mitteilungen der Festspielhausgemeinde publiziert hat, heißt programmatisch Deutsche Festspiele zu Salzburg. Es war damals weniger eine kosmopolitische als diese nationale Bezugsgröße, die ihm besonders vielversprechend zu sein schien, um dem Festspielgedanken angesichts der Revolutionswirren sowie einer zurückhaltenden und äußerst konservativen Salzburger Öffentlichkeit endlich zum Durchbruch zu verhelfen. In dieser Ambivalenz besteht wohl auch seine Gründungshypothek, aber darüber müssen wir noch sprechen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, meine Damen und Herren, die Frau Präsidentin hat mich gebeten, ein Schlusswort zu extemporieren. Die vier Sessel, die Sie hier sehen, haben Symbolcharakter. Sie sollen nämlich miteinander ins Gespräch kommen. Dieses Symposium hat
auch den inneren Auftrag, Ideen oder Anregungen aus den Referaten zu Gesprächsthemen werden zu lassen. Ich möchte an den Beginn meiner Einführungen heute zurückkommen, an den Haris, an den Knacks. Wenn der Bundespräsident, wenn Frau Präsidentin Rabel-Stadler daran erinnert, man soll aus der Geschichte lernen, dann ist der erste Tag heute dieses dreiteiligen Symposiums dazu angetan, sich schon den Kopf darüber zu zerbrechen, wie kann eine solche Diskussion über 1918 unsere politische Instinkte im Jahr 2018 schärfen. Also der Knacks, der Haris. Ich saß vor 5 Jahren mit der serbischen Schriftstellerin Jelena Volic zusammen, die eine Expertin ist im europäisch-serbischen Verhältnis, die eigentlich eine Schriftstellerin ist, die aber einen Roman verfasst hat über die serbische Situation, und sie beschreibt den Prozess des Auseinanderbrechens Tito-Jugoslawiens. Und sie zählt auf, was alles damals passiert ist, und sagt, wir haben das 3, 4, 5 Jahre vorher, sind diese Haarrisse zwischen Slowenien, Kroatien, Serbien sichtbar geworden. Aber es war die Gleichgültigkeit gepaart mit Untätigkeit, die dann letztlich das verheerende Ergebnis für das Tito-Jugoslawien erbracht hat. Und dieser Staat, der ja eigentlich aus 1918 hervorgegangen ist, ist dann zerbrochen. Und sie hält mitten im Interview inne und sagt, und solche Haarrisse gibt es in der EU auch. Vor 5 Jahren. Und ich habe mir das Interview noch einmal angehört, und das ist ein Punkt, wo wir wirklich darüber nachdenken sollten, worauf müssen wir achten. Auf welche Anzeichen sind gefährlich, die wirklich den Bestand der Union gefährden können. Punkt 1. Punkt 2, ein Wort von Karl Kraus, der genau dieses, nämlich das 1914 oder so wie heute, wie ich unlängst diskutiert habe, immer sagt, na, das werden wir schon überstehen. Gemeint ist die Krise oder das Auseinanderdriften, so wie es die Pan-Europa-Union in ihrem Dezember, in ihrer Dezember-Deklaration geschrieben hat. Sie merkt das Auseinanderdriften west- und osteuropäischer Staaten in der EU. Karl Kraus hat 1914 das Versagen der Vorstellungskraft als den eigentlichen Grund des Krieges bezeichnet. Es ist an der Zeit, nein, pardon, er sagt, es ist die Zeit, in der eben das geschieht, was man sich nicht vorstellen konnte, und in der geschehen muss, was man sich nicht mehr vorstellen kann, und könnte man es, es geschehe nicht. Es ist der Appell, auch diese dreiteilige Symposiumsreihe, unser Vorstellungsvermögen zu stimulieren. Und vielleicht ist es auch, oder hoffentlich kann auch die Kultur oder die Kunst, um genau zu sein, wer hat das gesagt? Kultur ist ja keine Kunst, ne? Also, dass die Kunst uns hilft, unseren Instinkt zu schärfen für das, was sich in der Gemeinschaft abspielt, welche Entwicklungen. Und ich weiß schon, es sind die Salzburger Festspiele, aber wenn wir die Frage nach Europa stellen und gibt es da Haarrisse, dann muss man auch die Frage stellen, fangen die Haarrisse auch bei uns an, im eigenen Land? Gibt es da Haarrisse, auf die wir achten müssen, dass nicht genau das passiert, was wir in Erinnerung haben, gestern, vorgestern, ORF3, Fernsehdokumentation, Hugo Portisch, Oliver Radkolb, wer immer damals daran mitgearbeitet hat, über Heimwehr und Schutzbund. Ich will nicht übertreiben, aber ich sage, wie
achten wir auf die Konfrontationsstellungen im eigenen Land, kriegen wir wieder ein Gespür dafür, was notwendig ist, damit aus den Haarrissen keine Grabenbrüche werden. Und verabschieden wir uns davon, ich warte gerne auf Widerwort, ob Kunst etwas tun kann, um uns gegen die Barbarei zu immunisieren. Mir fällt Le Bienvalent, die Wohlgesinnten ein, Jonathan Littell, der SS-Offizier Aue, der Beethoven gehört hat, Schiller zitieren konnte und jeden Tag 5 Todesurteile unterschrieben hat. Also die Frage ist, was kann Kunst helfen, das, was wir heute an Empathie, als Mangel an Empathie empfinden, wiederherzustellen, zu reanimieren, damit die Gemeinschaft Gemeinschaft bleibt. Und meiner Meinung nach ist eine der ersten kulturellen Institutionen, und nicht, weil die Frau Präsidentin hier sitzt, ich versage das auch in Wien, ein ganz wichtiges Instrument dafür, dass, mir fällt kein gescheites deutsches Wort an, aber dass wir alert sind, dass wir wirklich wachsam sind und wissen, was wir an der Europäischen Union und an dieser Republik haben. Zuletzt noch ein Wort, ein Zitat aus einem Buch von Anton Pelinka, der über die gescheiterte Republik geschrieben hat. Der Verfassungskonsens beinhaltete damals, 1918, keine belastbare Übereinstimmung darüber, was die Grundbegriffe Österreich, Demokratie und Republik zu bedeuten hätten. Daran scheiterte die Republik. Ich frage mich, wenn wir 100 Jahre Salzburger Festspiele 2020 feiern werden, ob es nicht Zeit wäre, tatsächlich über eine neue Verfassung für diese Republik nachzudenken. Es gab einige Anläufe, aber ich denke mir, stellen wir uns doch die Frage, nehmen wir sie mit, in welcher Verfassung, Herr Fischer, ist unsere Verfassung, und brauchen wir für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts eine neue oder nicht? In diesem Sinn, es werde Gespräch, und ich freue mich sehr, wenn Sie am 9. August wiederkommen. Anton Pelinka, Robert Kriechbaumer und Daniel Kehlmeier werden da sein. Und zum Kehlmann, entschuldigen. Er wird es mir nachsehen. Der Geschmack der Vergänglichkeit ist das Thema. Danke, dass Sie da waren. Herzlichen Dank.